Thementag zu künstlicher Intelligenz des Pop-up-Stores der Universität Augsburg begrüßen zu dürfen und lade Sie natürlich auch herzlich ein, sich bis zum 16. Juli unseren Laden auch vor Ort anzusehen. Mein Name ist Theresa Grunwald. Als Projektreferentin bin ich für die Planung des 50. Jubiläums der Universität Augsburg zuständig und begleite Sie heute zusammen mit meiner lieben Kollegin Julia Turner-Irmler vom Projekt Wissenstransfer Region Augsburg durch das Programm. Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit Professor Dr. Markus Sause der Universität Augsburg und Dr. Sebastian Rosengrün von der Code University of Applied Sciences Berlin zwei Experten zum Thema KI gewinnen konnten, die heute das Thema aus ganz unterschiedlichen Richtungen beleuchten werden. Warum nun haben wir uns heute bei diesem letzten Themensamstag für KI entschieden? Nun, zum einen wollten wir mit einem Blick in die Zukunft enden und zum anderen gibt es einige Bereiche an der Universität Augsburg, die mit dem Thema KI eng verbunden sind. Das KI-Produktionsnetzwerk ist sicherlich der Bereich, der durch seine Größe am meisten nach außen präsent ist. Dass der Freistaat Bayern dieses Netzwerk unter Federführung der Universität Augsburg ins Leben gerufen hat, zeigt sehr deutlich, wie viel herausragende Vorarbeiten in diesem Bereich an der Universität Augsburg geleistet wurden, insbesondere an der Schnittstelle zwischen Material- und Werkstoffwissenschaften, Informatik und Mathematik. Neben den genannten Fächern kommt KI auch bei unseren Wirtschaftswissenschaftlern stark zum Einsatz. Darüber hinaus ist die bei den beiden im Rahmen der Hightech-Agenda geschaffenen Schwerpunkte Digital Health Research and Artificial Intelligence und Advanced Analytics and Predictive Sciences involviert. Erwähnenswert ist natürlich auch, dass dieses Jahr der Leibniz-Preis an Frau Professor Dr. Elisabeth André, Inhaberin des Lehrstuhls für menschzentrierte künstliche Intelligenz, verliehen wurde. 2019 wurde sie zu einem der 10 prägenden Köpfe der deutschen KI-Geschichte gekürt. Zudem hat die Universität Augsburg im Rahmen des KI-Wettbewerbs des Freistaats 2 neue Professuren eingeworben, namentlich Mathematical Statistics and Artificial Intelligence in Medicine in der Mathematik und roboterassistierte Chirurgie und intelligente Systeme am Klinikum. Und wie Sie am heutigen Vortrag sehen, ist natürlich auch die Geisteswissenschaft in Form der Philosophie mit KI befasst. Kurz noch 2 organisatorische Dinge. Nach jedem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Schreiben Sie diese gerne in den Chat oder in den Fragen- und Antwortenbereich. Natürlich können Sie auch virtuell die Hand heben und sich zu Wort melden. Wenn Sie die Zoom-Sitzung verlassen werden, öffnet sich im Übrigen eine kurze Umfrage, da wir die Annastraße und das digitale Angebot auch wissenschaftlich eruieren. Über Ihre Unterstützung würden wir uns sehr freuen. Und nun übergebe ich gerne an dich, Julia. Ja, vielen Dank für die tolle Anmoderation und die Vorstellung des Themas, liebe Theresa. Als ersten Referenten des heutigen Tages darf ich Ihnen Professor Dr. Markus Sause vom Institut für Material Resource Management von der Professur für Mechanical Engineering vorstellen. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Verhaltensforschung von Verbundwerkstoffen sowie deren Prozesstechniken, Zustandsüberwachungssysteme, Datenfusion oder auch automatisierte Prüftechnik. Im Projekt WIR, Wissenstransfer Region Augsburg, leitet er auch ein Teilprojekt, welches sich mit einem Innovationslabor zum Thema Digital Engineering and Automation, konkret mit 3 Punkten robotergestützte Komponentenprüfung, Plug and Work und für die Materialbearbeitung und Zustandsüberwachung und Datenfusion beschäftigt. Letztes Jahr erhielt er auch den Young Researcher Award der Europäischen Arbeitsgruppe für Schallemissionen. Zudem hält er die Position des Direktors des neuen KI-Produktionsnetzwerks Augsburg inne, zu welchem wir jetzt auch etwas in seinem Vortrag hören. Und Professor Sause, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind und Ihre Expertise mit uns teilen. Ja, besten Dank für die Anmoderation und für die Schaffung des Rahmens. Ich würde an der Stelle gerne auf meine Folien umschwenken. Ja, ich habe heute natürlich das Vergnügen, Ihnen das KI-Produktionsnetzwerk, das wir hier neu aufbauen, etwas näher zu bringen. Wie man schon an der Titelfolie erkennen kann, das ist auch nicht nur eine Aktivität der Universität Augsburg, sondern insbesondere auch des standortansässigen DLR-ZLP und des Fraunhofer IGCV. Es geht uns also um die Forschung für die Produktion der Zukunft und da künstliche Intelligenz in diesem Kontext zurzeit nicht nur in aller Munde ist, sondern sicherlich ein zentrales Stellinstrument, um dorthin zu gelangen, möchte ich das Thema an der Stelle eben sehr gerne vertiefen und Ihnen dann Einblick geben in die Aktivitäten, die bei uns gerade laufen. Ja, nachdem ich leider nicht genau weiß, wie Ihr Background ist, habe ich erstmal versucht, ein bisschen aufzuarbeiten, was ist denn eigentlich passiert am Campus der Uni Augsburg, nicht nur in der letzten Woche, sondern eher so in den letzten Jahren. Also wie kam es zu dieser Expertise, die wir da jetzt der breiten Öffentlichkeit anbieten können? Was ist die Motivation hinter dem KI-Produktionsnetzwerk, auch die Vision, die wir damit verbinden? Und dann habe ich letztlich 3 kurze Beispiele rausgegriffen für KI-Einsatz in der Produktion, wie wir sie in diesem Kontext
letztlich weiter erforschen werden, um Ihnen da ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, was KI an dieser Stelle eigentlich bedeutet. Abschließend würde ich dann natürlich mit den nächsten Schritten, die wir in diesem Umfeld dann gehen werden. Ja, was passiert also am Campus der Uni Augsburg? Hier mal ein kurzes Luftbild als Impression. Hier auch schwer sozusagen diese Perspektive mal einzunehmen. Was etwas schade ist, das ist hier nur der Zentralcampus. Also das, worum es uns heute geht, setzt eigentlich hier oben rechts fort. Da sieht man gerade noch das Fraunhofer und DLR-Institut etwas rausspitzeln. Aber wer schon mal in letzter Zeit vor Ort war, weiß, rund um diesen Kerncampus entsteht gerade ein großes Areal, das sich im Schwerpunkt technologischen Themen auch widmet. Ja, wenn man hier sozusagen das nochmal ein bisschen so aus der Historie aufrollt, da gab es eine Keimzelle, das Institut für Physik, das sind diese beiden grünen Blöcke hier auf der Landkarte. Das ist sozusagen vor langer Zeit so die Quelle gewesen, wo diese ganzen Aktivitäten in Richtung der Technikwissenschaften entstanden sind. 2009 einerseits die Gründung des Instituts, an dem ich heute bin, das Materials Resource Management, aber auch die Öffnung des Informatikgebäudes am Zentralcampus. Und auch tatsächlich der Start von den Fraunhofer-Aktivitäten hier vor Ort, dadurch, dass die Fraunhofer-Projektgruppe Phil ihr Büro hier bezogen hat. Dann 2013 schon der Schritt zu den Instituten, also die Neueröffnung der Gebäude hier etwas weiter im Süden des Campus von Fraunhofer und DLR und begleitend dazu eines unserer ersten größeren Projekte, nämlich der Spitzencluster MyCarbon mit insgesamt 80 Millionen zur Förderung im Umfeld der Faserverbundwerkstoffe. Dann 2016 die Eröffnung des Technologiezentrums Augsburg, ein Inkubator für Startups, aber auch hier sind verschiedene Forschungseinrichtungen inklusive der Uni Augsburg mit ansässig. Dann 2018 die Gründung eines weiteren DLR-Institutes. Der Neubau ist noch im Werden, aber das wird sich dann letztlich hier oben einfinden. Dann haben wir ein weiteres größeres Projekt, den Campus Carbon 4.0 für uns gewinnen können. Der läuft noch, wie man sieht, bis 2022. Hier kommt also schon die Industrie 4.0 ein bisschen mit ins Spiel, aber dazu gleich mehr. Dann gab es das gerade schon genannte Projekt WIR, Wissenstransferregion Augsburg, das auch noch läuft. Hier geht es uns im Schwerpunkt darum, wie der Name suggeriert, den Transfer zu gewährleisten, also nicht im Elfenbeinturm sitzen zu bleiben, sondern das Wissen auch der Gesellschaft nutzbar zu machen. Ja, dann haben wir 2020 hier Fertigstellung des zweiten Institutsgebäudes von Fraunhofer hier am Standort und gerade noch in 2020 fertig geworden, auch das neue Institutsgebäude des MAMs, in dem ich auch gerade im Moment sitze und von hier aus streame. Ja, darauf, auf diese ganze Landschaft und Historie setzt jetzt das KI-Produktionsnetzwerk aus, im engen Schulterschluss von Uni, von Fraunhofer und von DLR. So, was sind da die Synergien? Also wir als Universität verschreiben uns natürlich klar der Grundlagenforschung und wollen hier natürlich erstmal die Meilensteine legen, auf die man dann weiter aufsetzt. In der angewandten Forschung begleiten uns da DLR und Fraunhofer sehr eng, aber auch die Hochschule Augsburg kann man an der Stelle nennen. Und auch diese angewandte Forschung hat natürlich zum Ziel, das Ganze auf einen noch höheren Reifegrad zu heben, also in die industrielle Entwicklung zu überführen. Und hier ist mal nur beispielhaft nicht die Unternehmen genannt, aber die vielen verschiedenen Branchenverbände, die wir hier in der Region haben, hinter denen dann zahlreiche Unternehmen stehen, mit denen wir interagieren. Das heißt, wir haben das sehr wohl im Blick und mit unseren Partnern hier vor Ort sind wir eben in der Lage, direkt von der Grundlagenforschung in den industriellen Einsatz zu gehen. Und wir haben das sehr erfolgreich gemacht im Umfeld der Leichtbauwerkstoffe, insbesondere der carbonfaserverstärkten Kunststoffe, haben uns aber nicht auf der Schwelle hängen lassen, sondern wir haben dann weitergedacht und haben in letzter Zeit uns vorwiegend um die Digitalisierung dieser Wertschöpfungsketten gekümmert. Da kommt auch verstärkt unser Engagement zusammen mit der Informatik her. Und darauf setzt jetzt natürlich auf die Nutzung der künstlichen Intelligenz entlang dieser Wertschöpfungsketten. Fokussiert aber nicht nur auf Leichtbauwerkstoffe. Das wird man dann gleich in der Vision des KI-Produktionsnetzwerks sehen. So, jetzt nochmal zurück. Was ist denn eigentlich die Motivation hinter dem Einsatz von KI in der Produktion? Und wenn man sich mal so anschaut, wie industrielle Produktion in den allermeisten Fällen heute noch stattfindet, hat man jetzt hier schon mal eher ein automatisiertes Setting, wo irgendwelche Rohstoffe oder Vorverarbeitungsstufen hereinkommen. Das wird dann gefräst, wird wieder geprüft, wird geschleift, ebenfalls gehärtet, beschichtet, getempert, mit anderen Bauteilen gefügt, wieder geprüft und irgendwann fällt hier hinten dann ein Teil raus, das man dann wieder in eine andere Kette überführt.
Da kennt man jetzt schon mal sehr simpel, das ist in der Regel eine Kette. Also hier gibt es zwar gewisse Aktivitäten, das zu parallelisieren, aber im Großen und Ganzen ist das hier eine Fertigungskette. Und das ist auch gleichzeitig ein Dilemma, weil wenn hier ein Teil ausfällt, dann ist die Kette unterbrochen und entsprechend hat man natürlich einen Rückstau und einen Fertigungsausfall. Weiterhin ist es so, obwohl da jetzt hier Roboter stehen und das auch alles sehr nach Hightech aussieht, ist es trotzdem so, dass viele dieser Anlagen recht stumpfsinnig arbeiten. Also sie haben natürlich ein automatisiertes Programm hinterlegt, das arbeiten die auch ab, aber sie haben ganz häufig, Stand heute immer noch nicht, die nötige Sensorik integriert oder auch nicht die nötigen Algorithmen hinterlegt, um auf irgendwelche Änderungen überhaupt reagieren zu können. Und das bringt uns schon ganz schnell zu den Daten. Hier werden teilweise Daten erhoben, aber auch hier ist eher der Stand, naja, wenn diese Daten erhoben werden, dann sind diese Datenflüsse meistens nur linear angelegt. Das heißt, irgendwo sitzt ein Sensor, die Daten werden aufgezeichnet und dann gegebenenfalls irgendwo in eine Cloud abgelegt. Aber es findet ganz häufig keine Rückkopplung in den Prozess statt. So, warum denn eigentlich jetzt Daten? Führt uns ein bisschen so zu dem Umfeld der Digitalisierung und um sie da auch nochmal ein bisschen abzuholen. Auch hier ist leider in ganz vielen Fällen immer noch der Stand der Digitalisierung, dass entweder gar keine Datenerfassung stattfindet oder eben nur teilweise. Und natürlich sind einige Unternehmen schon den Schritt gegangen, um das zumindest mal irgendwie intern oder regelmäßig zu erfassen. Das ist aber eher auf dem Niveau zu verstehen, dass gegebenenfalls ein Werker mit einer Papierliste oder einer Excel-Liste dann durch die Halle läuft und sich Notizen macht. Das ist also in dem Sinne auch noch weit weg von Automatisierung. Dann gibt es natürlich hier die Option, das durchaus auf Maschinenebene zu machen. Das sind die gerade angesprochenen Sensorsysteme. Da in dem Umfeld tummeln sich gerade sehr viele Unternehmen, auch hier in der Region. Es sind also Sensorsysteme integriert. Es gibt Datenströme und die werden auch irgendwohin abgelegt. Aber hier ist jetzt eher so das Dilemma, man macht noch nicht viel Sinnvolles mit den Daten, außer sie irgendwie abzulegen. Das heißt, der nächste Schritt wäre eigentlich, man müsste das jetzt verknüpfen mit Betriebsdaten, also zum Beispiel mit der Qualität, die aus diesem Prozess resultiert oder mit entsprechenden Ausschussraten, die daraus entstehen, um dann irgendwie erstmal zu ermöglichen, dass man irgendwie das, was man an Daten erfasst, mit irgendeiner Zielgröße zu verkoppeln. Ja, letztlich ist das dann nämlich so die Basis, um erstmal ableiten zu können, welche Maßnahmen man ergreifen muss. Das kann jetzt durchaus noch manuell passieren. Also man guckt sich das in der Excel-Liste an und trifft dann irgendwie die Entscheidung, oh hoppla, da müssen wir in den Prozess eingreifen und dann entsprechend die Maschine anders einstellen. Da gibt es auch Hilfsmittel, um das zu generieren. Aber besonders spannend und fortschrittlich wird es eben dann, wenn man das versucht, automatisiert direkt in den Prozess eingreifen zu lassen. Also wenn man auf Basis der hier erfassten Daten entsprechend die Maschinen regeln kann. Und dann haben wir sozusagen einen Digitalisierungsgrad erreicht, den man sich vielleicht an einigen Stellen wünscht, aber den es an vielen Stellen auch noch umzusetzen gilt. So, wir haben uns auch ein bisschen damit befasst, was denn die Unternehmen davon abhält, vor allen Dingen jetzt KI-Methoden an der Stelle einzusetzen. Ich werde nachher gleich noch an dem Beispiel ein bisschen rausarbeiten, welche Rolle KI da spielt, aber auf Basis dieser Unternehmensstudie haben wir schon mal gemerkt, naja, wenn man jetzt an diese Produktionsumfelder denkt und insbesondere wenn es darum geht, dass Werkstoffeigenschaften variieren, dann gibt es da noch viele Potenziale, die erschlossen werden müssen. Also es gibt kaum Unternehmen, die das auf der Ebene bereits einsetzen. Es liegt auch daran, dass es da kaum gute Daten gibt. Das ist deutlich anders, wie das, was sich Google und andere Global Player zunutze gemacht haben, um ihre Algorithmen zu optimieren. Das ist in einem Produktionssetting bei weitem nicht so einfach. Das liegt auch daran, dass Schnittstellen nicht gut standardisiert sind und auch die Unternehmen in diesem Umfeld kaum eigene Experten haben. Letzteres liegt dann wieder daran, dass es in dem Umfeld auch kaum Weiterbildungs- oder Ausbildungsprogramme gibt, die die vorhandene Belegschaft zu solchen Experten machen könnten. Dementsprechend gibt es im KI-Produktionsnetzwerk also zwei wesentliche Aspekte, die wir dort adressieren wollen. Das eine ist, wir wollen natürlich die Technologien und Konzepte erforschen, die wir brauchen, um das technologisch umsetzen zu können. Das ist also der Forschungsansatz. Wichtig ist aber auch, dass dieses Wissen und diese Fähigkeiten in die Industrie transferiert werden. Einerseits werden, aber auch werden können. Denn hier ist es ganz wichtig, dass wir eben nicht auf der Ebene stehen bleiben und das für uns erforscht haben, sondern dass wir eben auch Möglichkeiten und Rahmen schaffen, damit die Industrie mit diesen Ergebnissen etwas Sinnvolles anfangen kann.
So, bringt uns also zur Vision dessen, was wir hier vor Ort umsetzen wollen. Hier sieht man jetzt schon ein bisschen Automatisierungstechnik, ein paar schöne Roboter von einem Augsburger Hersteller. Das ist das angesprochene Innovationslabor und das dient uns ein bisschen so als Keimzelle oder Blaupause, um jetzt etwas weit Größeres aufzusetzen. So, worum geht es uns? Wir wollen KI einsetzen zur hochmodularen, werkstoffoptimierten Produktion. Bedeutet also, so ein Produktionssetting beginnt in der Regel mit einer Designvorgabe, also das ist sozusagen der Bauplan, den man erreichen soll. Dazu brauche ich ein gewisses Werkstoffportfolio, das müssen jetzt nicht überall die gleichen sein, weil einfach die Anforderungen lokal unterschiedlich sind und es gibt eben so eine Fertigungskette oder Linie, um daraus zum Beispiel jetzt ein technisch optimales Produkt zu erzeugen. So, das ist aber jetzt eben nicht das Allheilmittel. Also technisch optimal ist immer ganz schön. Das freut die technikaffinen Personen immer sehr. Aber wenn man dann mit einem Betriebswirt redet, stellt man fest, ach nee, es sollte eigentlich ökonomisch optimal sein. Und die Konsequenz davon ist dann einerseits, ich brauche dann eine andere Fertigungskette, um mit anderen Werkstoffen dann zu einem anderen Produkt zu kommen. Das Produkt sollte aber trotzdem noch die Design Requirements, also sozusagen den Bauplan erfüllen. So, und neuerdings kommt noch eine dritte Komponente mit rein, die zunehmend an Wichtigkeit und Bedeutung zunimmt, und das ist Ressourcenoptimalität. Also sprich, ich muss zum Beispiel auch gewährleisten können, dass ich dieses Produkt zum Beispiel CO2-minimal oder energieminimal oder nur unter Berücksichtigung bestimmter Werkstoffe herstellen kann. Und jetzt passiert wieder das Gleiche, ich brauche eine andere Fertigungskette und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein anderer Werkstoffmix entstehen. So, und das ist jetzt sozusagen die Vision dessen, was wir umsetzen wollen. Wir wollen also eine Produktionshalle generieren, bei der wir zum Beispiel flexibel zwischen solchen Optimierungskriterien hin und her wechseln können. Und da spielt die KI jetzt an verschiedenen Stellen eine Rolle. Wenn man sich das mal anschaut, hier bereits in der Designphase oder auch in der Werkstoffauswahl oder in der Adaption von Werkstoffen für Fertigungsprozesse gibt es KI-Assistenzsysteme. Während der Fertigung gibt es KI-Optimierungsmöglichkeiten, zum Beispiel wie man diese Kette auslastet oder wie man sie zusammensteckt. Es gibt die KI-Regelung, das bezieht sich dann vor allen Dingen auf den Einzelprozess, in den man zurückkoppelt. Und es gibt übergeordnet auch KI-Planungstools, die einem dabei helfen sollen, dieses Gesamtkonzept umzusetzen. So, jetzt scheint das hier sozusagen irgendwie das Allheilmittel zu sein. Das kann ich klar sagen, das ist es auch nicht. Aber es ist ein ganz wesentliches Element, dass man dort vorankommt. So, die KI sitzt also hier ein bisschen so wie die Spinne im Netz und ist in alle Richtungen eben verdrahtet. Das bedeutet also nochmal konkret, man muss eben die Datenflüsse und die Informationen aus dem Produktdesign kennen. Man muss die Werkstoffeigenschaften kennen und muss das eben verschränken mit den verschiedenen Fertigungsschritten. Hier ist das mal so grob klassifiziert in vier Kategorien, wo auch immer die Qualitätssicherung, sozusagen die Rückführung des Ist-Zustands eine wichtige Größe ist. Und das alles muss natürlich irgendwie miteinander einerseits in zum Beispiel so eine KI-Bewertung einfließen können. Und dafür ist es wichtig, dass man da auch ein gemeinsames Datenökosystem schafft. Das bedeutet, dass entsprechende Schnittstellen vorhanden sein müssen, damit überhaupt der Datenfluss gewährleistet ist und das überhaupt Sinn macht. Wenn man das alles so zusammenbringen kann, dann hat man auch eine gute Chance, diese Optimierungsziele zu flexibilisieren und damit eben wirklich diese Anlagenrekonfiguration durchführen zu können. Ja, das ist mal so in Kürze die Vision. Jetzt möchte ich es kurz noch ein bisschen zeigen, was es denn konkret bedeutet. Wir planen hier in der Nähe des Campus den Aufbau einer ca. 5000 Quadratmeter großen Produktionshalle im Realmaßstab. Realmaßstab sieht man hier ein bisschen an dem LKW. Also wir wollen da nicht im kleinsten Labormaßstab hängen bleiben, sondern wirklich industrieadäquate Produktionsanlagen aufbauen. Das haben wir in der Vergangenheit erkannt, dass das sehr wichtig ist, weil viel Komplexität erst auf diesem Maßstab wirklich auch erst entsteht. So, da haben wir uns jetzt verschiedene Themenschwerpunkte für die Forschung definiert. Die möchte ich kurz vorstellen. Das ist einmal so der Bereich generative Designmethoden und Werkstoffentwicklung. Da fällt auch das Modewort 3D-Druck drunter. Hier geht es letztlich darum, dass wir einerseits geeignete Werkstoffe für solche Verfahren entwickeln, aber auch eben diese generativen und additiven Fertigungsverfahren entsprechend weiterentwickeln.
Dann haben wir das andere große Schlagwort digitaler Zwilling im Blick. Hier mit einem sehr breiten Fokus gedacht für den Werkstoff, den wir einsetzen, aber auch für die Prozesse, für das Produktionsnetzwerk und auch für das Produkt, das daraus dann entsteht und seine Lebenszeit. Dann haben wir den Bereich selbstorganisierende Prozesse und Kundenplanung, dazu später auch nochmal ein bisschen mehr. Das ist letztlich die Anforderung, dass wir in diesem Sinne diese Anlagen recht frei zueinander konfigurieren können, aber tatsächlich auch einzelne Anlagen bestmöglich sich selbst organisieren lassen können. Dann haben wir den Bereich lernende Fertigungsprozesse und Closed-Loop-Regelung. Das fokussiert jetzt wirklich zum Beispiel auf so eine Einzelanlage, die auf Basis von Sensordaten sich selbst äußeren Einflüssen und variierenden Eingangsgrößen dann anpasst. Und den Bereich resiliente Werkstofftechnologien und Wertschöpfungsnetzwerke. Auch hier das Modewort Resilienz. In dem Kontext vor allen Dingen fokussiert einerseits auf nachhaltige Werkstofftechnologien, aber andererseits auch auf die Standardisierung von den Schnittstellen und das Zusammenwirken dieser Wertschöpfungsnetzwerke, meinend nicht nur diese Einzelanlage, sondern durchaus auch noch mit einbeziehend die anderen Anlagen, zum Beispiel bei Fraunhofer und DLR am Standort. So, und last but not least haben wir noch die Human-Centered Production Technologies. Hier geht es uns ganz konkret darum, dass wir natürlich in Richtung hochautomatisierter Prozesse denken, aber wir wollen den Menschen an der Stelle nicht wegdenken, sondern wir wollen den ganz konkret mit seinen Stärken dort in Synergie stellen und versuchen, diese Arbeitsplätze der Zukunft in einem engen Zusammenspiel solcher hochautomatisierter, KI-gestützter Umgebungen mit den menschlichen Fähigkeiten zu gestalten. Das ist so das, was gerade entsteht. Begonnen haben wir damit im Januar, deswegen gibt es da leider noch nicht so viel Konkretes zu berichten, aber ich habe Ihnen eben jetzt ein paar Beispiele mitgebracht, wo das ein bisschen plastischer wird, was sich da dahinter verbirgt. Das sind jetzt Beispiele, die eben gerade schon laufen, beziehungsweise vorher mal gelaufen sind. So, fangen wir mal an mit dem KI-Einsatz in der Produktion. Und ein Produktionsschritt, den man sehr häufig findet, ist zersparende Bearbeitung. Also sprich, man hat irgendein Produkt und dann hier im Beispiel jetzt ein Metall und muss dann entsprechend zum Beispiel so eine Tasche aussparen, die dann irgendeine Funktion erfüllt oder ein Loch bohren oder. Also es ist sozusagen wirklich ein Prozess, der sehr häufig stattfindet und dementsprechend auch besonders lohnenswert ist, hier zu betrachten, wo KI an der Stelle eine Unterstützung bieten kann. So, was kann man da machen? Das ist jetzt hier mal so eine CNC-Portalfräse und da kann man viele Daten erstmal generieren. Man kann die Maschinendaten abfischen, zum Beispiel die Werkzeugposition, das ist das hier vorne, die Geschwindigkeit, die Drehzahl, der Vorschub. Also da gibt es eine ganze Reihe von Datenströmen, die allein schon durch den Betrieb der Anlage auflaufen. Dann kann man aber weitere Sensorik integrieren, zum Beispiel um Kräfte oder Momente zu messen in 3D oder 6D, also Axialkräfte oder auch Momente mit dazu. Dann kann man natürlich auch ein Kamerasystem sich überlegen, das dann da mitläuft während der Bearbeitung. Das macht man eher selten, weil es da entweder staubt oder Sprühnebel hat. Das ist für so optische Instrumente immer nicht so toll. Aber man kann das automatisiert zum Beispiel nach dem Bearbeitungsschritt inspizieren. Und da gibt es den Bereich akustischer Sensorik, die man dort integrieren kann. Also man kann den Prozess zuhören, kann man sich gut vorstellen, das ist eher laut. Und aus dieser Signalinformation kann man verschiedene Dinge rausgenerieren. Da gibt es tatsächlich drei Methoden, die sich dahinter verbergen. Die Modalanalyse, wo man die Beschleunigungen misst, die Körperschallanalyse, wo man sich das quasi kontinuierlich anschaut und die Schallemissionsanalyse, die eher auf so kleine, sogenannte transiente Pulse schaut und daraus dann Informationen gewinnt. So, da möchte ich kurz ein bisschen dabei bleiben, weil das etwas ist, wo wir als Uni Augsburg tatsächlich viel beigetragen haben und möchte es hier nochmal ein bisschen weiter ausarbeiten. Hier hat man zum Beispiel jetzt so einen Sensor auf dieser Spindel drauf sitzen und dort kann man zum Beispiel Modalanalyse machen. Das heißt, man guckt sich hier das Frequenzspektrum an. Hier ist die Frequenz aufgetragen, die einzelnen Spitzen rausgearbeitet. Und das liefert einem tatsächlich eine schöne globale Anzeige über den Zustand dieser Spindel und des Bearbeitungsprozesses. Das zeigt zum Beispiel fehlende Konzentrizität von der Spindel, zeigt auch die dynamischen Kräfte auf, die wirken und damit zum Beispiel auch die Laufruhe, die das ganze System gerade hat. Dann gibt es die Körperschallanalyse. Hier ist so ein Puls oder ein langgezogener Signalanzeige von einem Bohrprozess. Und da kann man zum Beispiel anhand dieser Information eben auflösen, wie ist denn der Verschleißzustand von dem Bearbeitungswerkzeug.
man kann natürlich auch sehr schön erkennen, wann hat überhaupt Betrieb stattgefunden. Also hier wurde nicht gebohrt und dann entsprechend irgendwann ist wieder Ruhe. Und man kann das sogar so charakteristisch analysieren, dass man herausfindet, welches Werkzeug wurde denn da benutzt. Also da gibt es auch verschiedene Werkzeuge, die man hier einspannt. Und da kann man entsprechende Fingerprints dann zum Beispiel sogar rauslesen. Ja, und dann gibt es noch die Schallemissionsanalyse. Das ist hier nochmal gezeigt. Das ist, sieht zumindest aus wie die Erdbebenwellen, die man vielleicht aus den Nachrichten kennt. Da ist irgendwie lange Ruhe und auf einmal passiert irgendwas. Das ist immer sehr charakteristisch, zum Beispiel für einen Werkzeugbruch, aber kann eben auch anzeigen, wenn die Schnittbohr- oder Bearbeitungsqualität allgemein entsprechend nachlässt. Also hier hat man sozusagen schon wieder ein ganzes Portfolio, was man aus diesen Signalen rauslesen kann. Und jetzt habe ich Ihnen immer noch nicht verraten, was da an künstliche Intelligenz ist, aber ich erkläre es Ihnen mal an diesem Signal hier. Hat ja schon angedeutet, man kann an der Information erkennen, ob es gerade gut oder schlecht läuft. Jetzt ist aber das Problem, Sie können sich jetzt hier hinsetzen und sich das Signal angucken und ich kann Ihnen sagen, na, Sie werden es wahrscheinlich mit dem Auge auch erkennen. Sie können es sich auch auf den Lautsprecher legen und dann zuhören und werden auch erkennen, oh, es hört sich anders an. Das ist aber jetzt zum Beispiel für einen Menschen eher eine sehr undankbare Arbeit. Und dementsprechend gibt es jetzt hier die Möglichkeit, das eben stattdessen mit Algorithmen anzugehen. So, was macht man da? Man hat Eingangssignale, zum Beispiel jetzt hier dieses schwarze Signal. Man kann das parametrisieren, das ist im Englischen ein Feature. Und man kann zum Beispiel berechnen, was ist die Maximalamplitude von dem Signal, was ist der Energiegehalt. Man kann das auch in den Frequenzraum zerlegen und dann entsprechende Frequenzen daraus rechnen. Da gibt es sehr, sehr viele Parameter, kann man sich sicherlich vorstellen. Und was man damit machen kann, ist, man hat jetzt einfach dieses eher kompliziert wirkende Signal in eine Reihe von Zahlen zerlegt. So, wenn man das mal aufträgt, Feature 1 gegen Feature 2, hat man halt hier so einen Datenpunkt. Und wenn man jetzt sozusagen ein Signal hat, das zu einem anderen Betriebszustand gehört, also zum Beispiel eher so zum Ruherauschen im Vergleich zu irgendwas, was man identifizieren möchte, dann kann man das analog machen. Bedeutet, man berechnet wieder diese Features, Amplitude, Energie, Spitzenfrequenz und könnte das zum Beispiel jetzt hier in diesem Chart dann hier unten links wiederfinden. So, jetzt ist der Witz, diese beiden Zustände kenne ich und da kann ich, weiß ich also, was sich da für ein Zustand dahinter verbirgt. Und jetzt könnte man natürlich sofort annehmen, aha, da muss ich irgendwie so eine Linie reinlegen und dann kann ich hier das eine vom anderen trennen. Jetzt wird man aber in der Realität leider feststellen, wenn ich das jetzt mit sehr, sehr vielen Prototypen-Signalen mache, dann kommt irgendwie so eine Datenwolke raus. Und dann stellt man schnell fest, oh, da könnte ich jetzt vielleicht gerade noch so eine Linie reinquetschen, aber tatsächlich ist der eigentliche Zusammenhang hier irgendwie ein anderer. Und jetzt kommt sozusagen das neuronale Netzwerk ins Spiel als Teilmenge der künstlichen Intelligenz. Das kann einem sozusagen eine solche beliebige Trennung von diesen beiden Signalgruppen nämlich sehr gut erzeugen. Das kann also diese Entscheidungslinie, die Decision Boundary, sehr gut approximieren. So, was macht man dazu? Man baut sich zum Beispiel so ein neuronales Netz, da steckt man links diese Features rein, die man berechnet, dann hat man eine oder mehrere Zwischenschichten und trainiert das Ganze auf die bekannten Klassen A oder B. So, da passiert jetzt auch nichts besonders Magisches, sondern da werden Gewichtungsfaktoren eingestellt, sodass das am Ende eigentlich eine einfache Multiplikation ist, mit der man dann sozusagen unter Kenntnis der Features dann direkt den Wert der Klasse A oder B berechnet bekommt. So, das ist jetzt die sogenannte Trainingsphase und wenn man da jetzt drauf aufsetzt, passiert jetzt eben das, was das so vermeintlich mächtig macht. Man hat also jetzt ein unbekanntes Signal beim Betrieb der Fräse. Man berechnet daraus wieder diese Features und die steckt man jetzt in dieses neuronale Netzwerk rein. So, jetzt passiert genau das, was ich gerade sagte. Die werden durchgerechnet mit diesen Gewichtungsfaktoren und man merkt hinten raus, oha, das ist dann wohl die Klasse A und damit kann ich die entsprechend hier an der Stelle einsortieren. So, das ist jetzt schon das Beispiel maschinelles Lernen und zeigt eigentlich sehr schön, wie man zum Beispiel jetzt so eine Datenflut bewerkstelligen kann und damit zu einem automatisierten Entscheidungsfindung kommen kann. So, anderes Beispiel. Ich habe gerade schon über Datenflut geredet. Jetzt braucht es auch sowas wie ein HMI, das ist ein Human-Machine-Interface. Also wenn man sich so eine kompliziertere Produktionsanlage vorstellt, kann man sich auch gut vorstellen, da kommen eine ganze Menge von Daten. Und das möchte ich hier mal kurz rausarbeiten. Also man hat irgendwie so eine Produktionslinie, da wird zum Beispiel gemessen Schneidkraft, Temperatur, Schichtdicke und Vorschub. In der Praxis werden es deutlich mehr sein, aber lassen wir es mal bei den vier.
Die fließen also in so einer Datenbank ein. So, jetzt gibt es das Problem, dass man sich das dann angucken kann und dann steht man irgendwie vor einer Wand voll Zahlen. Das ist in der Regel sehr unattraktiv. Man kann das natürlich besser aufarbeiten, gebe ich schon erstmal recht. Aber nichtsdestotrotz, das Problem ist erstmal, dass man eine richtige Datenflut zu bewältigen hat. So, jetzt gibt es noch dazu in der Regel irgendwelche Experten, die sich vorher mal Gedanken gemacht haben, wie denn dieser Prozess laufen soll. Also sprich, die haben vorher geplant, dass man eine gewisse Schneidkraft braucht, ein gewisses Temperaturfenster. Daraus resultiert eine bestimmte Schichtdicke und dafür braucht man einen bestimmten Vorschub. Das heißt, es gibt irgendwie so eine Expertenbewertung, die eben auch in dieser Datenbank hinterlegt werden kann und damit das Ganze zumindest mal ein bisschen einschränkt, worauf man gucken sollte. Bleibt in der Praxis aber das gleiche Problem. Ich habe irgendwie so eine Zahlenkolonne und das ist einfach unappetitlich zum Abfertigen. So, was kann ich also machen? Ich kann es natürlich grafisch aufbereiten. Das ist in vielen Fällen aber auch nicht besser. Das heißt, es gibt natürlich auch andere Ansätze. Man kann zum Beispiel anfangen, diese Daten eben wiederum in ein neuronales Netzwerk reinzustecken. Einziger Unterschied diesmal ist, man nimmt ein sogenanntes adaptives neuronales Netzwerk. Das kann sich also sozusagen während seiner Betriebszeit weiter äußeren Randbedingungen hin adaptieren. Das heißt, es ist zeitlich veränderlich, wenn sich zum Beispiel Zustände ändern, weil jemand zum Beispiel das falsche Rohmaterial da reingekippt hat, dann muss man das Netzwerk entsprechend merken und entsprechend dann sich an diese neuen Randbedingungen adaptieren. So, was ist jetzt da dazu gewinnen? Zunächst mal kann einem so ein Netzwerk einen Vorschlag unterbreiten. Also man kann das automatisiert auswerten und kann einen Vorschlag generieren. Wenn ich so eine Eingabegüte habe, zum Beispiel welche Schneidkraft muss ich einstellen, welche Temperatur, welche Schichtdicke erwarte ich und welchen Vorschub muss ich einstellen. So, Vorschlag bedeutet, man hat noch eine andere Instanz zur Entscheidung. Das ist jetzt nämlich der Operator, also sprich das Betriebspersonal an der Produktionsanlage. Das kann sich jetzt hier diesen leistungsstarken Partner an die Seite nehmen, ein Assistenzsystem, und einen Vorschlag unterbreiten lassen, wie die Produktionslinie einzustellen ist. Und jetzt wird es nicht selten der Fall sein, dass diese Personen 20, 30 Jahre Betriebserfahrung haben und sagen, nee, erstens weiß ich alles besser, beziehungsweise meine Erfahrung sagt mir was anderes, also ich ziehe an anderen Stellhebeln. Dann kann man diesen Vorschlag natürlich jederzeit ignorieren und das anders einstellen. Also man ist als Mensch weiterhin die Entscheidungsinstanz und das auch aus gutem Grund. Das heißt, hier fließt dann die Operator-Bewertung dann ein, was aber auch dazu führen wird, dass diese Entscheidung, wenn sie dann zum besseren Ergebnis führt, auch dem Assistenzsystem natürlich mitgeteilt wird und sich dieses dann entsprechend auch weiter adaptieren kann. Und jetzt kann man an der Stelle schon die Frage stellen, ob man da noch mündig ist oder nicht, aber man muss sich schon vor Augen führen, wie angedeutet, man ist die Entscheidungsinstanz und das, was hier kommt, ist nicht anders als der zum Beispiel Routenvorschlag von Google Maps, wenn man versucht, ein Ziel zu erreichen. Den kann man annehmen oder eben auch nicht. Also von dem her, man ist und bleibt hier Herr der Sache und muss sich nicht da mündig irgendeinem digitalen Vormund unterstellen. So, das ist aber ein ganz klassisches Beispiel für ein Human-Machine-Interface, weil dieser Vorschlag, so wie er hier generiert wird, generiert aus Tonnen von Daten letztlich ein sehr einfaches und hoffentlich auch für den Menschen überschaubare Handlungsanweisung zum Einstellen von dieser Anlage. So, jetzt habe ich als drittes Beispiel noch mitgebracht, KI-Einsatz in der Produktion im Sinne der Matrix-Produktion. Das ist ein Bild, das haben wir vorhin schon mal gesehen. Da habe ich auch ein kleines Video mitgebracht von der Firma KUKA an der Stelle, um da ein bisschen zu zeigen, was sich da dahinter verbirgt. So, es geht also um Modularität, was ein Aspekt ist, den wir in dieser von uns angedachten Produktionshalle auch umsetzen wollen. Also hier hat man jetzt eine so eine kleine Zelle, wo hochautomatisierte Produktion stattfindet. Und das Interessante ist, dass diese Zelle jetzt zum Beispiel hier mehrfach kopiert ist und damit eine gewisse Redundanz abbildet, aber teilweise auch eine gewisse Spezialisierung aufweist, um eben unterschiedliche Prozesse, Kleben, Schweißen, Handhaben abbilden zu können. So, durch diese Zellen flitzen hier so autonome Transportsysteme. Das sind diese kleinen Carrier, die dort die Teile zuliefern. Und entsprechend haben die natürlich auch so ein kleines Logistiksystem und haben auch von einem übergeordneten Steuerungssystem die Aufgabe bekommen, wohin sie fahren sollen, um da die Teile abzuliefern oder die Teile zu übernehmen und dann zu der nächsten Station zu bringen.
So, da gibt es hier dieses Warehouse. Dort werden diese Teile also zum Beispiel von einem externen Lieferanten dann bestückt und führen dann sozusagen diese Teile und Rohstoffe in die Fertigungsanlage ein. So, warum ist das jetzt so schön? Jetzt abgesehen davon, dass es vielleicht ganz lustig ist, sich das von oben irgendwie anzugucken und fast schon so einen meditativen Charakter hat, wenn die Teile durch die Halle flitzen, hat es natürlich den Vorteil, es ist wandlungsfähig und flexibel. Das ist das, was angestrebt ist. Also man kann zum Beispiel in der gleichen Fabrikhalle verschiedene Produkte erzeugen und man kann zum Beispiel sehr schnell reagieren, wenn man auf einmal ein anderes Produkt umsetzen will. Und man hat eben eine Ausfallsicherheit. Also wenn zum Beispiel einzelne Zellen umgerüstet werden oder einfach technisch ausfallen, kann man eben den Produktionsprozess umleiten und dann auf einem anderen Weg diese Produktion auf die verbliebenen Zellen verteilen. So, auch das kann man versuchen, analytisch anzugehen oder auch manuell an den Hebelchen zu drehen. Tatsächlich klappt es an der Stelle besser, wenn man solche KI-basierten Assistenzsysteme zur Hand hat, die einem da die Auslastungsplanung machen und damit an der Stelle auch auf der Ebene was beitragen. Ja, damit komme ich schon zum Abschluss meines Vortrags zu den nächsten Schritten. Was haben wir als nächstes geplant? Ich habe Ihnen gesagt, das KI-Produktionsnetzwerk läuft jetzt seit Anfang des Jahres. Wir sind gerade noch sehr stark in der Planungs- und Aufbauphase, aber trotzdem planen wir, dass wir diese Infrastruktur bis Mitte 2022 aufgebaut haben werden. Bedeutet, wir haben dann die Halle, haben dort erste Anlagen stehen und können dann da konkret auch erste Dinge schon umsetzen. So, das bedeutet, wir wollen da diese Anlagen im Realmaßstab dann in Betrieb nehmen, um das auch mit Industrieunternehmen zusammen diskutieren zu können. Was sind da neue Ansätze? Wie könnten die bei den verschiedenen Unternehmen entsprechend Eingang finden? Damit wollen wir nutzbar machen, die verschiedenen Methoden, ich habe es hier in Anführungszeichen gesetzt, der künstlichen Intelligenz für die industrielle Produktion. Ich habe ja gerade schon im Vortrag erwähnt, da gibt es erstens mal verschiedene Teilaspekte, die unter künstliche Intelligenz subsumieren. Es ist aber auch nicht das Einzige. Man kann also auch den breiteren Bogen der Industrie 4.0 und der datengetriebenen Produktion spannen. Wir wollen damit gestalten, die Arbeitsplätze der Zukunft. Ich hoffe, gerade das letzte Szenario hat Ihnen jetzt nicht zu sehr Angst gemacht, weil Sie da keine Menschen gesehen haben. Ich kann Ihnen nur nochmal zusichern, das ist nicht unsere Vision, ganz und gar nicht, sondern wir wollen da dann das Zusammenspiel mit den Menschen auch ganz gezielt untersuchen und damit vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir die Arbeitsplätze der Zukunft auch erhalten. Denn auch da muss man sozusagen sich dem internationalen Wettbewerb stellen und versuchen, dass wir hier vor Ort auch in dem Kontext wettbewerbsfähig bleiben. So, in diesem Sinne, besten Dank für die Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich gerne für Ad-Hoc-Fragen schon zur Verfügung. Ja, lieber Professor Sause, vielen Dank für diesen Input und auch die sehr anschaulichen und verständlichen Erklärungen, die Sie bezüglich KI und der verschiedenen Produktionstechniken geliefert haben. An Ihrer letzten Folie anschließend kam auch schon eine Frage rein, zum Beispiel, bleibt dem Unternehmen überhaupt noch eine Chance, ohne KI wettbewerbsfähig zu sein? Kleine Unternehmen haben eventuell nicht die finanziellen Mittel, in so etwas zu investieren. Werden da nicht die mächtigen Unternehmen noch mächtiger, da sie mehr Daten, Geld etc. haben? Ja, das ist in der Tat natürlich eine zentrale Herausforderung. Also zum einen muss ich auch da klar dazu sagen, wir haben vor allen Dingen auch die KMUs im Fokus, dass wir auch für die Lösungswege schaffen, damit sie eben mit auch geringem Kapitaleinsatz dann solche Technologien bei sich umsetzen können. Es ist da auch so, dass wir ja gerade auch in dem Bereich viele ja, international auch sehr wettbewerbsfähige Unternehmen haben. Und es geht uns ja gerade auch darum, dass wir deren Wettbewerbsfähigkeit dann erhalten auf dem Wege. Natürlich muss man auch gucken, das hat uns eben die IT-Branche, glaube ich, gut gelehrt, dass eben solche Branchenriesen wie Alphabet dann natürlich auch vieles dominieren können. Dementsprechend hat man da jetzt, glaube ich, aber auch die Chance, dass man das im industriellen Sektor in Deutschland nicht verpasst. Und diese Chance sollte man, egal in welcher Unternehmensgröße, natürlich auch nutzen. Also Datenhoheit ist da das zentrale Argument. Stichwort Daten, passend zur nächsten Frage. Man braucht ja viele Daten. Wie sieht es da mit der Datensicherheit aus? Im produzierenden Unternehmen spielt das vor allem bei Entwicklungsprozessen ja immer eine große Rolle. Ja, auch das ist natürlich richtig. Das ist auch ein Thema, das wir in diesem Umfeld des KI-Produktionsnetzwerks natürlich berücksichtigen. Da muss man aber auch klar sagen, wenn man die Ambition hat, hier hochautomatisierte Prozesse umzusetzen und eine durchgängige Digitalisierung zu haben, dann spielen Daten natürlich da auch die zentrale Rolle, wie gerade schon angedeutet.
Also sprich, da muss man natürlich auch dafür Sorge tragen, dass diese Systeme entsprechend sicher sind oder zumindest so sicher wie möglich. Letztlich gibt es da natürlich immer Grenzen, denen man sich da auch stellen muss. Aber man wird auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man in die Richtung geht, halt auch nicht dran vorbeikommen. Eine weitere Frage kam zum Thema Operator-Bewertung. Müsste man da nicht auch eigentlich immer mittesten, ob der Vorschlag der KI nicht doch besser ist als die altbewährte Einstellungen, Erfahrungswerte etc.? Ja, im Endeffekt wird genau das passieren, weil, also ich meine, der Operator trifft an der Stelle ja die Entscheidung und das Ergebnis wird dann in so einer Kette ja auch per Qualitätssicherung dokumentiert. Und natürlich kann man dann anstellen und rückführen, ob das jetzt eine clevere Entscheidung war oder nicht. Und dementsprechend hilft das natürlich. Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, ich komme wieder auf das Beispiel mit den Vorschlägen, zum Beispiel von Google Maps bei der Routenführung. Da lernt man mal auch ganz neue Wege kennen. Und manchmal lernt man an der Stelle dann auch, dass das tatsächlich die bessere Wegführung gewesen wäre. Wird bzw. wurde KI auch bei der räumlichen Planung der Fertigungsanlage verwendet? Das ist eine sehr spannende Frage. Also beim Layout unserer Produktionsanlagen tatsächlich nicht. Das muss man ganz klar sagen. Das liegt aber daran, dass wir als Forschungseinrichtungen tatsächlich auch keine Produktionshalle im industriellen Sinne planen. Also wir planen ja immer noch sozusagen einen Forschungsgegenstand, was vor allen Dingen bedeutet, der wird so in der Form meistens immer für genau 5 Minuten aktuell sein, bevor uns irgendwas Neues einfällt und wir irgendwo nochmal was anderes hinschrauben. Dementsprechend lohnt es sich an der Stelle nicht in vergleichbarer Form, das jetzt so aufzuplanen. Aber für einen industriellen Kontext, wenn man jetzt eben zum Beispiel vorhat, so eine Matrixproduktion aufzusetzen, dann lohnt sich das sehr wohl. Und das sind auch zum Beispiel die Kollegen bei Fraunhofer gut aufgestellt, um sowas dann umzusetzen. Eine letzte Frage direkt an Sie. Bevor ich die stelle, möchte ich nochmal darauf hinweisen. Nach dem zweiten Vortrag von Dr. Rosengrün findet auch nochmal eine kleine Podiumsdiskussion statt, bei der sowohl Professor Sause die technische Seite als auch Dr. Rosengrün die philosophische Seite bezüglich KI ja in dem Blickfeld genauer nehmen bezüglich zu verschiedenen Fragen. Wenn Sie also danach noch gerne da bleiben und noch weitere Fragen stellen, dürfen Sie das natürlich sehr gerne tun. Doch als letzte Frage noch an Sie, Professor Sause, könnten Sie bitte nochmals auf das maschinelle Lernen eingehen? Wie genau funktioniert das und wie kann dies auch ohne personelle Eingriffe geschehen? Die zweite Frage ist ein bisschen schwieriger. Die erste kann ich nochmal versuchen aufzugreifen. Also tatsächlich an den Datenpunkten, die ich Ihnen an die Wand geworfen habe, habe ich ja versucht zu erklären, naja, man könnte da eine Linie reinlegen oder vielleicht auch irgendwas Gekrümmtes. Und im Endeffekt wären das dann so einfache Funktionen, wie Sie vielleicht noch so aus der Schulmathematik kennen, also lineare Funktionen oder eine Parabel oder irgendwas in der Art. Da kann man eben analytisch gut beschreiben, wie der Zusammenhang zwischen, in der Regel X und Y ist. Da funktioniert das also sehr, sehr gut. Aber in der Realität haben wir oft Zusammenhänge, die komplexer sind als das. Und dann muss man irgendwelche beliebigen Funktionen approximieren, also annähern. Und das ist genau die Stärke des maschinellen Lernens, dass man versuchen kann, durch dieses Training, das ich da gezeigt habe, eben diese beliebigen Funktionen annähern kann. Wenn die Funktion mal existiert, dann ist es tatsächlich genau das. Dann stecke ich da einen Input rein, ein X und bekomme dann ein Y gerechnet. Das bleibt dann tatsächlich so simpel. Und jetzt auf den zweiten Teil mit, kann ich das sozusagen ohne Menschen machen. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig und hängt von den genauen Spielarten ab. Also man kann auch da natürlich einiges automatisieren, aber das Kochrezept, was zu tun ist, wird an der Stelle erstmal der Mensch irgendwie abliefern müssen. Ja, Professor Sause, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Und ich glaube, die Frage bezüglich der Mensch und KI schlägt einen guten Bogen zu unserem zweiten Referenten. Ich übergebe an dich, liebe Theresa. Dankeschön. Gerne stelle ich jetzt unseren zweiten Referenten vor, Dr. Sebastian Rosengrün. Nach Stationen unter anderem an der Universität Augsburg, der auch noch immer verbunden ist, und der Universität Bamberg, ebenfalls mit einem Hintergrund in der analytischen Philosophie, ist er jetzt als Senior Lecturer im Bereich Science, Technology and Society an der Code University of Applied Sciences in Berlin tätig. Dort war er am Aufbau eines Liberal Arts Programms für Studierende der digitalen Produktentwicklung beteiligt und forscht ausgiebig auch zu künstlicher Intelligenz. Und heute freuen wir uns über seinen Vortrag zum Thema, warum künstliche Intelligenz mehr als ein Werkzeug ist. Lieber Herr Dr. Rosengrün, bitte. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Auch vielen Dank schon mal für diesen Einblick in das KI-Produktionsnetzwerk der Universität Augsburg. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und ich fange einfach mal an mit meinem Vortrag. Die künstliche Intelligenz entwickelt sich schnell. Sie wird unser Leben verändern, indem sie die Gesundheitsfürsorge verbessert, zum Beispiel durch präzisere Diagnostik und bessere Prävention von Krankheiten, die Effizienz der Landwirtschaft erhöht, zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel beiträgt, die Effizienz von Produktionsanlagen durch vorausschauende Wartung steigert, die Sicherheit der Europäerinnen und Europäer erhöht und noch auf viele andere Arten und Weisen, die derzeit gar nicht völlig absehbar sind. Gleichzeitig birgt die künstliche Intelligenz eine Reihe potenzieller Gefahren. Zum Beispiel wegen undurchsichtiger Entscheidungsprozesse oder wegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder anderer Faktoren durch Eingriffe in unser Privatleben oder Missbrauch zu kriminellen Zwecken. Wenn Sie jetzt glauben, dass ich Ihnen den Rest meines Vortrags einfach so vorlese, muss ich Sie leider enttäuschen. Stattdessen möchte ich Sie auf eine Reihe von Thesen, Überlegungen meiner jüngsten Arbeit oder meines jüngsten Nachdenkens zur künstlichen Intelligenz mitnehmen und werde den Vortrag eher thesenartig aufziehen. Und dafür teile ich auch mal kurz meinen Bildschirm. Die erste These, die ich habe, ist nämlich, dass das, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe, eine sehr, sehr weit verbreitete Ansicht zu künstlicher Intelligenz ist, was man sehr, sehr häufig findet, sowohl in Medien als auch wenn Politiker von künstlicher Intelligenz sprechen. Und ganz konkret ist das ein Zitat, das ich Ihnen vorgelesen habe, aus dem sogenannten Weißbuch zur künstlichen Intelligenz der Europäischen Kommission, das gewissermaßen die ideologische Grundlage ist für die jüngeren Regulierungsvorschläge der Europäischen Kommission zum Bereich künstliche Intelligenz, die ein bisschen durch die Presse gehen. Also vielleicht haben Sie davon was mitbekommen. Und genau, also die erste These, die ich aufstelle, das ist eine sehr, sehr weit verbreitete Ansicht zur künstlichen Intelligenz. Und da steckt sehr viel drin. Ich will jetzt nicht das Zitat im Einzelnen auseinanderdröseln, aber ich komme immer mal wieder darauf zurück, auf ein paar Überlegungen, die hier angedeutet sind. Zum einen hat man hier diesen Satz, mit dem auch dieses Weißbuch beginnt: Die künstliche Intelligenz entwickelt sich schnell. Also seine künstliche Intelligenz wird immer gerne so dargestellt als etwas, das einfach da ist und das sich entwickelt. Und zum anderen steckt da genau das drin: Künstliche Intelligenz birgt ein paar Gefahren, also ein paar sind hier unten aufgeführt, und stecken aber auch sehr viele Chancen drin, und unser Leben wird toll, solange wir es quasi künstliche Intelligenz nur richtig und bewusst einsetzen. Und tatsächlich wurde ich sehr oft eingeladen oder wird sehr häufig gefragt, ich soll doch mal was zu Chancen und Gefahren von künstlicher Intelligenz erzählen. Und ich soll aber auch nie die Chancen außer Acht lassen. Und das greift meines Erachtens ein bisschen zu kurz. Bevor man nämlich meines Erachtens über Chancen und Gefahren von irgendeiner Technik reden kann, sollte man sich überhaupt mal bewusst machen, was künstliche Intelligenz ist oder was eine Technik überhaupt ist. Und sollte sich einer These, das ist jetzt sozusagen die zweite These, dass eine Technik und insbesondere künstliche Intelligenz viel mehr ist als einfach nur ein Werkzeug, was wiederum der Titel meines Vortrags ist. Also Technik ist nicht nur ein Werkzeug. Was würde es denn bedeuten, wenn etwas ein Werkzeug wäre? Also das ist vielleicht die erste Überlegung. Ich hoffe, dass wir es sehen können, also wahrscheinlich irgendwo ganz klein oben in der Ecke. Sozusagen, ich habe mein Werkzeug mitgebracht, was ich irgendwo bei mir im Werkzeugschrank gefunden habe, einfach ein Hammer. Ein Hammer ist etwas, das kann ich irgendwie nutzen und kann irgendwie Nägel in die Wand schlagen. Ich kann es aber auch irgendwie für nicht so schöne Zwecke benutzen, könnte jemanden damit verletzen, wenn ich wollte. Aber das ist sozusagen, was häufig argumentiert wird, das ist nicht die Schuld des Hammers, sondern das ist meine Schuld, wenn ich das mache. Sozusagen, der Hammer kann dafür nichts sozusagen. Und das ist eine sehr, sehr weit verbreitete Ansicht über Technik, über jegliche Art von Technik. Also ich kann es irgendwie zum Guten nutzen, ich kann es aber auch zum Schlechten nutzen. Was ich damit mache, liegt an mir. Und das ist genau das, was hier meines Erachtens in diesem Zitat eben auch drin steckt. Ich muss es nur richtig nutzen, dann geht das alles schon in die richtige Richtung. Und wenn ich es quasi nicht richtig nutze, dann stecken da ein paar Gefahren. Wir müssen halt nur aufpassen, sozusagen im Hammerbeispiel, dass ich den Hammer nicht missbrauche, um jemandem damit weh zu tun. Was meine ich, wenn ich sage, es ist nicht nur ein Werkzeug? Ähnlich wie beim Hammer, Technik verändert uns sozusagen. Technik verändert uns als Menschen, Technik verändert uns als Gesellschaft. Technik verändert, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir auf die Welt gucken, wie wir miteinander zusammenleben, wer wir sind und wer wir sein wollen. Das kann ich an ein paar ganz, ganz plumpen Beispielen erklären.
nehmen wir einfach meine Brille. Ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ohne Brille bin ich ziemlich kurzsichtig. Sozusagen, ich kann jetzt auf dem Bildschirm gucken, kann sie noch so ein bisschen erkennen. Wenn ich jetzt weiter in den Raum reinschaue oder wenn wir jetzt im Vortragsraum wären, ich würde wahrscheinlich kaum was sehen, sozusagen. Durch die Brille, die ja auch in gewisser Form eine Technik ist oder ein Produkt einer Technik, ist es mir plötzlich möglich, die Welt schärfer wahrzunehmen und die Welt zu erkennen. Und ähnlich ist es mit ganz, 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 ganz vielen anderen Beispielen, sozusagen sowas wie sowas wie das Flugzeug. Es war sozusagen, bevor das Flugzeug erfunden wurde, hatte wahrscheinlich niemand sozusagen den Wunsch, über den Atlantik zu fliegen, sondern eigentlich erst sozusagen mit der Erfindung des Flugzeugs wurde dieses Ziel oder dieser Wunsch überhaupt geweckt oder sozusagen dieser Wunsch sozusagen wurde überhaupt das in menschliche Gedanken übernommen. Jetzt komme ich dann so schon eher in den Bereich Digitalisierung, Computer und dann KI. Und unser komplettes soziales Zusammenleben hat sich verändert durch die Erfindung des Internets, durch soziale Netzwerke, durch Smartphones und so weiter und so fort. Und was daran sozusagen, das ist sozusagen ein sehr, sehr wichtiger Gedanke. Ich muss mich zu dieser Technik als Mensch in einer Gesellschaft irgendwie verhalten. Ich kann jetzt sagen, okay, ich nutze das Internet nicht. Ist natürlich eine Option. Ich habe natürlich irgendwie die Wahlfreiheit, aber dann verpasse ich ganz viel. Unter anderem würde ich es verpassen, diesen Vortrag hier halten zu können. Und wahrscheinlich würde ich auch nicht als Technikphilosoph an einer Technikhochschule arbeiten können. Ich kann mich sozialen Netzwerken verweigern, was ich bis zu einem gewissen Grad auch tue, aber das heißt auch, dass ich auf bestimmte soziale Kontakte verzichte oder sozusagen professionelle Kontakte und dass ich einen gewissen Teil gesellschaftlichen Lebens sozusagen nicht mitnehmen kann. Und das ist quasi anders sozusagen als in der Zeit, wo es einfach noch keine sozialen Netzwerke gab. Also wenn Sie zum Beispiel darüber nachdenken, ob Sie Ihren Kindern ein Smartphone kaufen möchten, ist es kein Argument zu sagen, ich hatte auch kein Smartphone, als ich ein Kind war. Weil sozusagen durch die Erfindung des Smartphones hat sich sozusagen gewissermaßen die Tatsache verändert, dass es diese Technik gibt, andere Menschen diese Technik nutzen und sie nicht einfach sagen können, ich lasse das mal bleiben. Und bei vielen anderen sozusagen Bereichen, künstliche Intelligenz wurde ja auch gerade in der Frage von Tanja schon angedeutet, ich könnte jetzt als Unternehmen nicht sagen, ich verzichte auf das alles, wenn alle anderen Unternehmen auf der ganzen Welt KI in der Produktion einsetzen, weil dann habe ich einen sehr, sehr großen Wettbewerbsnachteil. Und genau das möchte ich mit diesem Gedanken oder mit diesem Startgedanken oder mit dieser Startüberlegung zum Ausdruck bringen, dass Technik nicht einfach nur ein Werkzeug ist. Und dieser Gedanke wird sehr, sehr häufig unterschätzt. Ich sag immer ein bisschen plump, wenn meine Studierenden eines bei mir lernen sollen, dann ist es das. Wenn sie nach 3 Jahren Bachelorstudiengang bei mir diesen einen Satz begriffen haben, dann bin ich schon zufrieden. Deswegen stelle ich den hier sozusagen so herauf und predige den immer rauf und runter. Zweite These. Eine Technik zu beherrschen, ist dasselbe wie die Menschen zu beherrschen, die auf diese Technik angewiesen sind. Beherrschen ist ein bisschen ein seltsames Wort. Im Englischen würde ich to control sagen, was sich nicht so schön ins Deutsche übersetzen lässt. Also kontrollieren, steuern, besitzen, lenken, alles, was sozusagen, sozusagen damit assoziiert werden kann. Als beherrschen meine ich nicht eine Technik sozusagen anwenden zu können, sondern ich meinte tatsächlich sozusagen Kontrolle über diese Technik zu haben oder können auch sagen Macht über diese Technik haben. Also da stecken Machtstrukturen hinter. Ganz plump, stellen Sie sich vor sozusagen, Sie wollen Nägel in Ihre Wand schlagen und wollen Bilder aufhängen. Ich bin aber der einzige Mensch, der Hammer besitzt oder ich bin der einzige Mensch, der weiß, wie ich einen Hammer herstellen kann. Heißt, Sie sind von mir abhängig. Sie sind auf mich angewiesen. Und ich kann Ihnen im Grunde genommen, ich kann jeden Preis von Ihnen verlangen, weil Sie eben diesen dringenden Wunsch haben, Nägel in die Wand zu hauen. Sozusagen. Und ich kann gewissermaßen machen mit Ihnen, was ich möchte.
Nur ist es beim Hammer so, einen Hammer zu beherrschen, da kommen sie wahrscheinlich noch irgendwann selber drauf, wie sie so ein Ding zusammenbauen, wenn ich der Einzige wäre, der sowas besitzen würde. Und davon abgesehen, dass ich handwerklich viel zu untalentiert bin, um jeweils einen Hammer zu erfinden. Aber bei komplexeren Techniken schaut das dann schon wieder ganz anders aus. Und das ist sozusagen etwas, was man sich insbesondere in der KI-Debatte bewusst sein muss. Künstliche Intelligenz ist, und das kam auch schon interessanterweise in einer der Fragen vorhin schon durch, ist etwas, was insbesondere kleinen Unternehmen, aber auch für Normalbürger gewissermaßen sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen ist. Und ich kann nicht einfach mal schnell ein KI-Produktionsnetzwerk zu Hause bei mir aufbauen, um irgendwie mit dieser Produktion mithalten zu können. Ich kann auch nicht schnell mal eben einen Suchmaschinenalgorithmus programmieren. Oder ich kann nicht mal eben einen Staubsaugerroboter bauen. Ganz im Gegenteil, sozusagen, man ist hier angewiesen quasi auf Konzerne, die quasi das Know-how haben, das herzustellen und die uns sozusagen diese Technik als, und das ist sozusagen wieder etwas, was in diesem ersten Zitat durchkommt, als eine natürliche Entwicklung präsentieren, als etwas, das einfach so ist, sozusagen etwas, was uns alles verbessert und wir müssen uns dazu verhalten. Aber sozusagen dadurch, dass wir uns, dass uns das als so eine natürliche Entwicklung präsentiert wird, haben wir eigentlich nur noch die Chance mitzumachen, ob wir wollen oder nicht. Und das ist sozusagen die zweite These, da geht es um Machtstrukturen. Und das führt mich quasi zur dritten These. Die klingt auf Deutsch auch ein bisschen gestelzt, weil dieses Verb computerisiert ein bisschen seltsam ist. Ich behaupte, dass Machtstrukturen, die computerisiert werden können, zumindest angesichts der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung, computerisiert werden. Was meine ich mit Machtstrukturen oder mit computerisierbaren Machtstrukturen im Bereich von künstlicher Intelligenz? Dafür muss man sich bewusst machen, wo künstliche Intelligenz, was auch immer das ist, das können wir gerne in Diskussionen klären. Also meistens wird es als Machine Learning basierend auf neuronalen Netzwerken verstanden, wo die gegenwärtig eingesetzt werden oder wir können auch sagen, wo Algorithmen, auch so ein kompliziertes technisches Wort, gegenwärtig eingesetzt werden, um quasi Machtstrukturen auszuüben oder Machtstrukturen zu manifestieren. Das fängt schon mit einer einfachen Google-Suche an. In dem Moment sozusagen, wo Sie im Internet irgendwie nach etwas suchen, sozusagen entscheidet in dem Fall ein Algorithmus, der von einem Konzern entwickelt wird, der sehr, sehr mächtig ist, was Sie finden, welche Informationen zugänglich sind für Sie oder wie diese Informationen strukturiert sind. Es geht weiter zu bestimmten, zum Einsatz von sogenannten Entscheidungsalgorithmen oder algorithmenbasierten Entscheidungen. Also meiner Meinung nach treffen Algorithmen keine Entscheidungen, aber sozusagen Entscheidungsprozesse basieren immer mehr auf Algorithmen. Beispielsweise, ob Sie einen Kredit oder eine Wohnung bekommen, hängt in Deutschland immer mehr davon ab, wie Ihr sogenannter Schufa-Score oder Ihr Bonitätsscore denn so ausschaut, der von einem Algorithmus berechnet wird. Wie dieser Algorithmus genau aufgebaut ist, haben Sie keine Ahnung. Sie wissen nicht sozusagen, was in diese Entscheidung quasi sozusagen mit einfließt und wie es gewichtet wird. Aber wie dieser Score ausschaut, sozusagen bestimmt, ob Sie einen Kredit oder eine Wohnung bekommen. Und hier haben Sie ganz klar sozusagen eine Machtstruktur. In dem Moment sozusagen, hier haben Sie ein Algorithmus, der entscheidet über Ihr konkretes Schicksal. Es geht hin zu Stellenbewerbungen, Studienplatzbewerbungen. In den USA sind wir insoweit, dass Richter Entscheidungen basierend auf Algorithmen treffen. Also ob sie zum Beispiel aus dem Gefängnis kommen auf Bewährung oder nicht, die sogenannten Sozialprognosen. Algorithmen werden im sogenannten Sentencing, also im Urteilsspruch, also wie lange sie im Gefängnis sind, wird von einem Algorithmus teilweise berechnet und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Anwendungsgebiete, sozusagen Facial Recognition, also Gesichtserkennung und Terroristenidentifizierung und all das sind Machtstrukturen und die werden computerisiert
Und das ist ein gewisser Trend in der gegenwärtigen Gesellschaft. Und wie weit dieser Trend greift, ist, glaube ich, vielen Menschen einfach nicht bewusst. Und deswegen stelle ich diese These einfach so in den Raum und hoffe, dass Sie sich diese ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen können. Gerade angesichts wiederum dieses Gedankens, die künstliche Intelligenz entwickelt sich sehr schnell. Was mich dann sozusagen zur nächsten These führt, computerisierte Machtstrukturen fordern unser menschliches Selbstverständnis heraus. Vielleicht muss ich noch was zu dieser These hinzufügen. Es ist nämlich dann immer sozusagen die Frage, wer diese Algorithmen besitzt sozusagen oder wer diese Algorithmen schreibt oder zurück zu dieser These, wer diese Algorithmen beherrscht sozusagen, besitzt quasi auch die Macht. Und was häufig in vielen diesen Anwendungsbeispielen sozusagen so klingt, wenn ich sage, die amerikanische Regierung setzt algorithmenbasierte Entscheidungen ein, um Urteile zu treffen, ist es ja nicht so, als würde die amerikanische Regierung diese Algorithmen selbst schreiben oder als wären die irgendwie sozusagen von einem demokratisch kontrollierten Parlament sozusagen geschrieben, sondern also insbesondere in den USA werden diese Aufgaben ausgelagert an große Konzerne, die sehr, sehr weit sind in der KI-Forschung, was dann im Endeffekt wieder auf die großen sogenannten GAFAM-Companies, also Google, Amazon, Microsoft, Apple und Facebook hinausläuft. Die sozusagen dadurch sozusagen sehr, sehr große Macht über uns als Gesellschaft oder über uns als Menschen besitzen können. Und diese Machtstrukturen fordern meines Erachtens unser menschliches Selbstverständnis heraus. Und das macht diese Machtstrukturen, die quasi in dem Bereich KI stecken, meines Erachtens hochproblematisch. Es geht nicht mehr darum, dass Menschen Entscheidungen über sie treffen, indem sie sie als Menschen betrachten und ein kritisches Urteilsvermögen anwenden werden, um zu entscheiden, ob sie den Kredit bekommen, ob sie ihren Studienplatz bekommen, ob sie einen bestimmten Arbeitsplatz bekommen und so weiter und so fort, sondern im Grunde genommen wird das auf Maschinen ausgelagert und gleichzeitig klingt da meistens so durch, als wäre KI so magisch gut sozusagen, als wären die Entscheidungen, die künstliche Intelligenz treffen, einfach sozusagen gewissermaßen unfehlbar, mathematisch objektivierbar. Wir alle wollen ja irgendwie sozusagen Unfehlbarkeit und dabei werden sowohl die Menschen, die diese Entscheidungen treffen, quasi entwertet, als auch gewissermaßen die Menschen, über die diese Entscheidung getroffen wird. Ich könnte jetzt noch weitergehen, könnte natürlich auch über soziale Robotik und dergleichen Dinge sprechen, virtuelle Realitäten, wo alles wenn Roboter entwickelt werden, mit denen wir sozusagen, die wir in der Altenpflege oder die wir als Priesterersatz, kein Witz, in Klammern, irgendwo einsetzen können, geht dabei etwas Grundlegendes verloren, was für soziale Beziehungen, und soziale Beziehungen ist etwas sozusagen sehr, sehr Essentielles für das menschliche Dasein, für das menschliche Wesen, was diese sozialen Beziehungen in Frage stellt, was dann häufig einfach damit zu tun hat, dass eine soziale Beziehung typischerweise geprägt ist durch eine zwischenmenschliche Anerkennungsbeziehung sozusagen. Also ich erkenne das Gegenüber an und das Gegenüber erkennt mich als Menschen an und dadurch entsteht so etwas wie Freundschaft oder Liebe oder auch eine professionelle Partnerbeziehung oder eine professionelle Geschäftsbeziehung oder jede Art von zwischenmenschlichem Verhältnis, das man haben kann. Das ist mit künstlicher Intelligenz basierten Robotern nicht möglich, wird aber häufig sozusagen so dargestellt, als wäre das möglich. Und wieder basierend auf dieser Überlegung, dass dahinter Machtstrukturen stecken und dass von quasi monopolartigen operierenden Konzernen häufig eben so dargestellt wird. Das Ganze ist so ein bisschen apokalyptisch, wie ich es dargestellt habe. Und das ist auch nur sozusagen eher sozusagen eine Einladung, darüber nachzudenken. Ich komme aber sozusagen zum Abschluss und freue mich auf eine sehr lebhafte Diskussion hinterher. Zu meiner letzten These,
Und ich habe sie als eine rhetorische Frage gestellt. Ich habe sie nämlich gestellt, als möchten Sie sich dieser Computermacht. Ich muss sagen, Computermacht auf Englisch klingt auch besser, weil dann könnte ich sagen Computer Power. Das ist zweideutig, weil ich dann sozusagen sowohl diesen Machtaspekt drin habe, aber ich könnte natürlich einfach sagen, die Rechenleistung sozusagen, weil mit zunehmender Rechenleistung habe ich auch mehr sozusagen Machtstrukturen, die computerisiert werden. Das ist übrigens ein Begriff, den ich aus einem Buch von Joseph Weizenbaum entlehne, Computermacht und Gesellschaft oder die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft sind die beiden Bücher, die ich Ihnen auch sehr ans Herz legen kann. Genau, ob sie sich dieser Macht unterwerfen wollen oder nicht. Und das sozusagen ist so ein bisschen so diese Antwort auf dieses, die künstliche Intelligenz entwickelt sich schnell. Ja, sie entwickelt sich sehr schnell, aber sozusagen wir nehmen nicht daran teil, also zumindest nicht wir als Individuen, auch wenn es häufig so dargestellt wird, und das ist sozusagen auch so ein Gedanke, der hier quasi mit drin steckt. Es geht um, sie bringt uns sozusagen so viele Vorteile, aber sie bringt viele Gefahren für uns. Und sozusagen dieser Gedanke, dass es sozusagen für uns alle gewissermaßen so viele Vorteile bringt, ist sehr, sehr trügerisch, denn Menschen sind Individuen und nicht jeder profitiert gleichermaßen von dem Fortschritt der künstlichen Intelligenz. Auch nicht jeder ist gleichermaßen von bestimmten Gefahren und Problemszenarien betroffen. Was hier auch deutlich wird, ist, es wird dargestellt, als wäre es eine unabwendbare Entwicklung, aber sozusagen ist es, meines Erachtens sollte es eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung sein, welche Art von künstlicher Intelligenz wir einsetzen möchten und welche nicht. Und dazu gehört es natürlich auch, Menschen mitzunehmen, Menschen darüber zu informieren, was denn gerade im Bereich künstlicher Intelligenz passiert, wie diese Machtstrukturen aufgebaut sind, wie man diese Machtstrukturen durchbrechen kann. Und könnte ich quasi zu der Frage zurückkommen, zu der ich eigentlich eingeladen wurde zu sprechen, dann lohnt es sich meines Erachtens auch über die Chancen und Gefahren von künstlicher Intelligenz zu sprechen, denn die sehe ich durchaus, also sozusagen, ich sehe auch durchaus sehr, sehr viele Chancen. Ich möchte auch nicht, dass ich sozusagen hier missverstanden werde als jemand, der künstliche Intelligenz verteufelt oder ablehnt. Ganz im Gegenteil, ich finde viele, viele Bereiche in der künstlichen Intelligenzforschung sehr, sehr faszinierend und interessant, und aber sozusagen, erst wenn man sich bewusst wird, wie quasi Technik funktioniert, was Technik ist, wie Technik uns verändert und welche Machtstrukturen quasi dorthin dort quasi zum Tragen kommen. Und auch erst wenn man sich bewusst wird, dass wir nicht jede technische Entwicklung brauchen und dass künstliche Intelligenz vielleicht auch nicht so unfehlbar ist, wie sie gerne dargestellt wird, dann, wie gesagt, lohnt sich dieses Gespräch. Und zu diesem Gespräch würde ich Sie jetzt sehr gerne einladen. Also das waren so ein paar Skizzen von meinen jüngeren Überlegungen im Bereich künstliche Intelligenz, die vielleicht ein bisschen provokativ waren. Ich hoffe sozusagen, Sie fühlen sich auch hinreichend provoziert und freue mich jetzt auf das Gespräch. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Dr. Rosengrün, vielen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag. Da ist man auf jeden Fall, oder ich bin zumindest ins Denken gekommen. Und ich habe auch eine erste Frage aus dem Bereich des Publikums, und zwar direkt zum Thema Machtstrukturen. Inwieweit ist die Erforschung von computerisierten Machtstrukturen in den Sozialwissenschaften anders als die nicht computerisierter? Stellen sich hier aufgrund psychologischer Effekte andere Mechanismen in den sozialen Interaktionen ein, die auch anders beschrieben werden müssen? Oder lässt sich das alles mit vorhandenen Methoden und Begriffsschemata erklären? Wie steht es um die Legitimation von Macht unter den Vorzeichen der KI? Ha, super, eine sehr, sehr spannende Frage. Die würde quasi, glaube ich, einen eigenen Vortrag rechtfertigen. Genau, so ein ganz kleiner Co-Vortrag sozusagen, oder so ein Ergänzungsvortrag. Ich versuche mich kurz zu fassen. Meines Erachtens sind diese Machtstrukturen, die in dieser KI-Debatte zum Geld kommen, nicht anders als traditionelle Machtstrukturen. Es wird aber häufig so gesehen, als würden traditionelle Begrifflichkeiten und traditionelle sozusagen Problemanalysen sozusagen oder traditionelle Gesellschaftskritik eben nicht auf Technik zutreffen. Weil Technik, es gibt so ein Schlagwort, das nennt sich technologischer Exzeptionalismus. Also sozusagen Technik wird gerne so als etwas Besonderes dargestellt, das irgendwie unantastbar ist. Also insbesondere Digitaltechnik und da insbesondere künstliche Intelligenz.
Und insbesondere Politiker stellen quasi sozusagen diese Technik gerne so dar, als würde die alle unsere Probleme lösen, und da kann man ein bisschen nachsichtiger sein, wir müssen die nicht so stark regulieren, wir müssen sie sozusagen in der Rechtsprechung, können wir ein bisschen nachsichtig sein, wir müssen unsere Kartellrechte, unsere Kartellgesetze nicht rigoros durchsetzen, weil das würde sozusagen den menschlichen Fortschritt verhindern. Und meines Erachtens kommen da eigentlich genau die traditionellen Machtstrukturen oder der traditionelle Machtdiskurs zur Geltung. Das wird aber häufig unterschlagen im gegenwärtigen Diskurs. Das ist vielleicht die kurze Antwort auf die Frage. Aber die Frage ist sehr komplex und würde wahrscheinlich einen eigenen Vortrag rechtfertigen. Danke. Ja, dazu genau konkret auf diesen Vortrag keine speziellen weiteren Fragen. So würde ich sagen, eröffnen wir die Podiumsdiskussion und bitte auch Professor Sause wieder zu uns in den Ring zu treten. Denn es kam noch eine sehr spannende Frage aus dem Publikum, von der wir gerne eine Antwort aus Ihrer beiden Perspektiven, Fachdisziplinen, eine Antwort gerne hätten. Und zwar, wenn ich eine KI nutze als Technik, die mir von jemandem zur Verfügung gestellt wurde, beziehungsweise auch von jemand anderem entwickelt wurde, und es passiert ein Unfall, wer wird dafür verantwortlich gemacht? Der Entwickler, die Technik? Ich, wie ist da Ihre aktuelle Einschätzung? Dr. Rosengrün. Ah, ich dachte, ich habe so viel geredet, jetzt hätte ich Herrn Sause vortreten lassen. Das hängt so ein bisschen auch mit diesem Gedanken zusammen, den ich gerade geäußert habe, dass insbesondere KI-Technik meistens als irgendwie was wahnsinnig Besonderes dargestellt wird. Also meine Antwort ist dazu relativ plump und ich bin da relativ strikt sozusagen. Meiner Meinung nach sozusagen gibt es keine Fehler oder keine Unfälle, die künstliche Intelligenz produziert, weil die künstliche Intelligenz keine Entscheidungen trifft, sondern das sind Fehler, die in der Herstellung dieser Technik gemacht werden. Ob gewollt oder nicht, sozusagen, ist eine andere Frage. Aber man könnte vielleicht gerne die Analogie zum Brückenbau nehmen. Wenn ich Architekt bin und baue eine Brücke und die Brücke bricht zusammen, bin ich als Architekt dafür bis zu einem gewissen Grad nicht mitverantwortlich. Und so würde ich das im Grunde genommen auch für künstliche Intelligenzen sehen, wissen, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Die Frage ist, ob man künstliche Intelligenz trotzdem einsetzen sollte in bestimmten Bereichen, gerade sozusagen im Bereich autonomes Fahren, wo diese Frage vermutlich herkommt mit diesem Unfall produzieren. Man könnte natürlich sagen, wahrscheinlich passieren insgesamt weniger Unfälle durch das autonome Fahren, als wenn Menschen fahren. Das muss man sich quasi auch bewusst werden. Aber da muss ich mir zumindest bewusst machen, dass trotzdem ein gewisses Unfallrisiko dabei besteht. Und natürlich muss ich irgendwie jemanden dazu benennen, der verantwortlich ist. Wobei Verantwortung, dann bin ich auch erstmal ruhig, Verantwortung auch ein sehr, sehr mehrdeutiger Begriff ist. Also sozusagen, es gibt eine moralische Verantwortung im Sinne der philosophischen Disziplin der Ethik. Es gibt vielleicht eine politische Verantwortung. Und es gibt natürlich auch Verantwortung im rechtlichen Sinne. Und diese Begriffe müsste man eigentlich nochmal auseinanderdröseln, um diese Frage zu beantworten. Aber das sind nur so ein paar Überlegungen von mir. Jetzt bin ich auch erstmal ruhig. Ja, Professor Sause, ich gebe den Spielball gleich an Ihnen, und da auch schon das Thema Autounfälle, autonomes Fahren aufgegriffen werden. Vielleicht ist vielen unserer Zuschauerinnen und Zuschauern auch das Trolley-Problem ein sozusagenes Begriff. Vielleicht könnten Sie das auch gleich noch mit einschließen in Ihrer Antwort. Ja, kann ich gerne mit aufgreifen. Ich würde nochmal bei dem dritten Punkt hier hängen bleiben wollen, nämlich die juristische Beantwortung. Ich glaube, das ist jetzt genau die dritte Person, die uns gerade fehlt, um das fair beantworten zu können auf der Ebene. Von dem her muss ich da sozusagen erstmal vertrösten. Aber ich würde mich in weiten Zügen erstmal anschließen zu dem, was kam, weil es tatsächlich jetzt sehr davon abhängt, welche Spielart der KI man sich genau anguckt. Also auch für die Beispiele, die ich gezeigt habe, sind es tatsächlich Dinge, die man in einfacher Form auch mit Nicht-KI-Ansätzen natürlich umsetzen kann. Und die nutzen wir seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Und da hat sich diese Frage so in der Form auch bisher nicht zugespitzt, würde ich behaupten. Also sprich, die subtile Angst, die da sicherlich mitschwingt, ist genau die man jetzt zum Beispiel an diesem Trolley-Problem kennt. Das ist hier das Weichenstellerproblem. Man hat also irgendwie einen Zug, der heranrast, und dann letztlich, wenn man jetzt als Weichensteller da dort steht, das ist also offensichtlich noch nicht automatisiert, dann kann man jetzt entweder den Zug auf die Menschengruppe zurasen lassen oder man kann die Weiche stellen und dann sozusagen nur einen Mensch damit gefährden.
Und jetzt ist genau der Punkt, da redet man jetzt über Entscheidungsfindung. In dem Fall ist das jetzt eben ein Mensch, der diese Entscheidung treffen soll. Und jetzt ist die Frage, wenn man das jetzt auslagert an eine KI, wie und unter welchen Randbedingungen fällt die erstmal diese Entscheidung? Und eben auch, wie weit kann man die KI dafür haftbar machen, wenn die Entscheidung nicht so ausgefallen ist, wie man es gerne gehabt hätte? Und also das ist ein klassisches Dilemma, in dem man sich da bewegt. Es ist aber natürlich eine der extremsten Ausprägungen, die man sich da auch anguckt, weil es in letzter Konsequenz hier natürlich um die Gefährdung von Menschenleben geht und nochmal in Bezug auf das autonome Fahren dieser Aspekt natürlich mitschwingt. Aber wenn es sozusagen um die Entscheidungsfindung geht, ob ich jetzt die nächste Tankstelle oder Elektrostation ansteuern muss innerhalb der nächsten 100 Kilometer, dann ist diese Tragweite deutlich geringer. Und für den Produktionskontext, den wir uns angucken, wird das Teil dann halt schlecht produziert statt gut. Das ist jetzt vielleicht betriebswirtschaftlich zu verteufeln, aber natürlich in der Praxis auch eher verschmerzbar. Deswegen nochmal, das hängt sehr davon ab, welchen Bereich man sich jetzt eben anguckt. Vielen Dank für die Ausführungen auch. Und ich würde da gleich an Sie, Herr Professor Sause, eine weitere Frage anschließen, die eigentlich so auch den ganzen Vortrag umfasst. Und zwar hatten Sie ja auch dargelegt, wie in dieser KI-gestützten Produktionsumgebung sich auch die Rolle des Menschen letztendlich verändert. Und Sie hatten auch oder gesagt, oder es wird dargestellt, dass eben die Automatisierungsansätze erforscht werden sollen, die eine Zusammenwirkung von Mensch und Maschine natürlicherweise erlauben. Ist in diesem oder auch in anderen Bereichen dann eine Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen geplant, um hier vielleicht eben auch andere menschennahe Perspektiven einzubinden? Wir hatten ja jetzt schon gesehen, dass die Philosophie da sehr viel zu sagen zu hat. Also ist das dann auch letztendlich geplant? Ja, absolut. Also wir sind an der Stelle ohnehin schon sehr interdisziplinär unterwegs und wir beziehen natürlich auch Aspekte aus der Ethik und aus der Philosophie und anderen Disziplinen, auch aus den Arbeitswissenschaften zum Beispiel natürlich mit ein, weil wir natürlich dafür Sorge tragen wollen, dass da verschiedene Blickwinkel da mit Eingang finden. Weil ganz klar, wir als technikaffine Personen, wir haben natürlich jetzt unseren schönen hochautomatisierten Roboter vor Augen und wollen alles dafür tun, dass der dann das tun kann, was er dann soll. Und dann passiert im Produktionskontext als nächstes, dass er irgendwie den Menschen da wegschubst. Und das soll natürlich nicht sein. Also wir sind da natürlich nicht ganz blauäugig unterwegs, muss ich ergänzen. Aber man muss natürlich dafür Sorge tragen, dass man die Perspektiven auch richtig abbilden kann. Weil ganz häufig passiert es eben mit diesem Blickwinkel dann doch, dass man sagt, ja okay, der Mensch ist da wichtig. Und natürlich bauen wir dann Sensoren ein, dass der Roboter den nicht wegschubst. Aber dann hat man irgendwie gemerkt, okay, ja, jetzt haben wir den, jetzt hält er einem das Teil auf 1,50 Meter entgegen, aber jetzt so rein von der eigenen Biomechanik hätte man es gerne vielleicht eher so auf 1,20 Meter entgegengehoben, damit man es ordentlich übernehmen kann. Also da gibt es ganz häufig einfach ganz simple Dinge, die man da einfach durch Einbezug der Erfahrungen anderer Disziplinen dann aus dem Weg schaffen kann. Und das ist letztlich auch genau das, worum wir uns kümmern wollen. Genau, dem anschließend an Sie, Dr. Rosengrün, ist aber KI nicht auch ein unglaublich effektives Werkzeug zur Verantwortungsdiffusion, zu dem auch Rechnung getragen werden muss? Da weiß ich nicht genau, wie die Frage gemeint ist, sozusagen. Aber ja, ich sozusagen sicher, es ist ein sehr, sehr effektives Werkzeug, um mich vor der Verantwortung zu drücken und sozusagen um zu tun, ja, die Verantwortung kann ich auf sehr, sehr viele Schultern verteilen. Und es ist natürlich auch so, dass gerade sozusagen in Großprojekten im Bereich KI, es ist ja nicht so, als würde da ein einzelner Programmierer sitzen, der da irgendwie eine KI entwickelt und der dann alleine dafür verantwortlich gemacht wird. Und ich würde die Verantwortung jetzt auch nicht sozusagen alleine auf die Schulter der Entwickler sozusagen laden, sondern wahrscheinlich eher auf diejenigen, die sich dafür entscheiden, KI in bestimmten Bereichen einzusetzen. Und es kommt dann wiederum auch sehr darauf an, von welchen Bereichen wir sprechen. Also vielleicht soll ich das auch nochmal klar sagen, dass gerade die Anwendungen, die wir im ersten Vortrag gehört haben, im Bereich der Produktion, sozusagen, die finde ich jetzt nicht ethisch hochproblematisch oder sozusagen, da kommen auch diese Machtstrukturen auch nicht sozusagen so stark zur Geltung, wie in vielen anderen Bereichen, die ich angesprochen habe, im Bereich algorithmenbasierte Entscheidungen über unsere Schicksale, hin zu irgendwie sozusagen
sozusagen wie Google oder wie andere Suchmaschinen sozusagen und unsere sozusagen die Informationen, die wir finden, strukturieren, wie Algorithmen in sozialen Netzwerken eingesetzt werden, oder ich könnte jetzt auch noch von autonomen Waffensystemen und sonst irgendwas reden, sozusagen, die viel, viel kritischer und problematischer sind als das und sozusagen, wo man natürlich diese Verantwortungsfrage irgendwie stellen muss. Und ich kann nicht einfach so tun, ich habe da eine KI, die ist so ein bisschen, ich kann da die Verantwortung so ein bisschen sozusagen auf hunderttausende Schultern verlagern und dann sozusagen hat jeder nur noch so ein ganz, ganz kleines Päckchen Verantwortung, das spielt dann keine Rolle mehr. Und das ist so vielleicht so ein generell so ein Trend in unserer Gesellschaft, dass Leute sich gerne vor Verantwortung drücken und der wird da vielleicht ein bisschen deutlich sozusagen und das finde ich hochproblematisch. Das ist so meine kurze Antwort. Aber die Frage kann man in vielerlei Richtung deuten. Es kam jetzt auch schon eine dazu im Anschluss, die ich gerne auch direkt an Sie, Dr. Rosengrün, weitergebe. Aber vielleicht, Herr Professor Sauser, haben Sie da auch noch sozusagen eine Antwort drauf. Und zwar, woher kommt der Gedanke, dass eine KI keine Entscheidungen trifft und damit dann vielleicht auch keine Verantwortung tragen kann oder soll? Wir sind als Entwickler doch sehr wohl in der Lage, eine KI die Entscheidungsfreiheit in bestimmten Bereichen zu überlassen. Ja, genau, aber der entscheidende Punkt ist schon mal die Einschränkung. Also wir können halt sozusagen den Raum erstmal vorgeben, innerhalb dessen sich so ein Algorithmus frei entscheiden darf. Also es ist eben gerade nicht so, dass die KI jetzt per se erstmal sämtliche Freiheiten bekommt, irgendwie sozusagen aus einem Eingabedaten sozusagen irgendwie erstmal ein beliebiges Ergebnis zu generieren, sondern wir schränken das ja sehr wohl ein, dass man sozusagen in einem bestimmten Korridor ist, wo man auch links und rechts weiß, naja, egal wie sie sich da jetzt entscheidet, da wird nichts Schlimmes passieren. Also das ist schon mal so der eine Punkt. Und ich meine, der philosophische Anteil, den Fall gebe ich jetzt gleich weiter, ist natürlich so die Frage, was versteht man denn da unter Entscheidung an der Stelle? Also es ist jetzt eben nur das Durch-Xen des Rechenergebnisses in so einem neuronalen Netz. Das ist sehr gut absehbar, was da passieren kann. Oder ist es sozusagen irgendwas Höherwertigeres, was man jetzt damit verbindet? Also da kann ich auch genau anknüpfen sozusagen. Also eine Entscheidung ist meines Erachtens mehr als genau wie du das gerade so schön gesagt hast, das Durch-Xen in einem neuronalen Netz. Also vielleicht muss man sich kurz bewusst machen, wie sozusagen so ein Computer funktioniert oder auch wie eine künstliche Intelligenz funktioniert. Also man könnte es runterbrechen, alles, was eine künstliche Intelligenz tut, ist sozusagen ist Mathematik, die auf elektronischen Schaltungen ausgeführt wird. Sozusagen. Es ist vollständig determiniert und es gibt keine Zufälligkeit oder keine Überraschung in dem, was die künstliche Intelligenz tut, in einem theoretischen Sinn. Natürlich könnten bestimmte Entscheidungen, die sozusagen, oder sorry, jetzt verwende ich auch das böse Wort, bestimmte Ergebnisse dieses Rechenprozesses überraschend sein, weil ich sie praktisch nicht nachvollziehen kann. Aber es ist alles im Grunde genommen vorgegeben und alles sozusagen basiert auf Schaltungen, die von Menschen entwickelt werden. Da spielt sowas wie eine Intention oder eine Absicht, spielt da keine Rolle. Also ein Computer sozusagen hat keine Intentionalität oder hat auch kein Bewusstsein, wenn man das sozusagen treffen möchte, was aber alles sozusagen notwendig ist, um eine Entscheidung zu treffen in einem vollwertigen Sinne, meines Erachtens nach. Vielleicht soll ich das auch kurz dazu sagen, ich spreche nicht für die Philosophie in dem Sinne, weil das einfach so rauskam, sozusagen, sondern ich spreche sozusagen für mich und wie ich über bestimmte philosophische Fragen nachdenke. Genau, man sollte sich quasi bewusst machen, dass das Computer, alles was Computer tun, ist quasi Input auf eine bestimmte Art und Weise zu verarbeiten und darauf einen gewissen Output zu produzieren. Wenn ich sage, dass ein Computer eine Entscheidung trifft, dann ist es ungefähr so, wenn ich sage, die Münze trifft eine Entscheidung, wenn ich entscheiden möchte, ob ich jetzt irgendwie heute Abend irgendwie, Wein oder Bier trinke und ich werfe eine Münze, dann kann ich nicht sagen, die Münze hat sich so entschieden und macht dann die Münze dafür verantwortlich, dass ich am nächsten Tag einen Kater habe. Und ungefähr sozusagen so ist es eben auch, wenn ich mich entscheide, Algorithmen einzusetzen, ob jemand einen Kredit bekommen soll oder ob jemand aus dem Gefängnis entlassen soll oder ähnliches. Das ist eine Entscheidung, die das Management der Bank oder der Hausverwaltung oder wer auch immer trifft, diese Algorithmen einzusetzen. Aber die Algorithmen selber oder die KI sozusagen trifft keine Entscheidung, meines Erachtens. Ja, Dr. Rosengrün, Sie haben ja einmal das Stichwort
Bewusstsein schon in den Raum geworfen und da möchte ich noch gerne ein auch in der Gesellschaft weit verbreitetes, ja, eine weit verbreitete Annahme oder Vision zu KI auch ins Spiel bringen, weil in diesen ganzen Science-Fiction-Filmen oder Computerspielen, zum Beispiel iRobot oder auch Detroit Become Human, diese KIs entwickeln ein eigenes Bewusstsein und wird es bei uns so etwas auch mal geben, beziehungsweise wann und wie wird es dann aus Ihren beiden Fachdisziplinen, wie werden die Entwicklungen da diesbezüglich laufen? Ich mache es ganz kurz, nö. also es ist eine große Debatte in der Philosophie. Ich glaube, dass in dieser Debatte sehr viel Schein und sehr viele falsche Erwartungen und ein falsches technisches Verständnis von künstlicher Intelligenz vorherrscht. Und meines Erachtens kann künstliche Intelligenz nicht bewusst sein. Und das andere, sozusagen, was in Science Fiction diskutiert wird, als Science Fiction Gedankenexperimente, ist das natürlich alles schön und gut und es macht auch Spaß, sowas zu lesen oder zu schauen. Aber damit hat sich die Sache meines Erachtens auch. Und alles andere ist sozusagen, ist genau eher das Problem, dass mit KI falsche Erwartungen und falsche magische Vorstellungen verbunden werden von etwas, was KI im Endeffekt gar nicht ist und gar nicht kann. Noch eigentlich, wo sich meines Erachtens die meisten Entwickler auch einig sind, auch gar nicht können sollte. Genau, Professor Sauser, hätten Sie zu dieser Frage auch noch ein letztes Statement zum Abschluss des heutigen Themensamstags? Ja, ich glaube, viel von dieser Angst kommt letztlich natürlich daher, dass wir dort jetzt in den Medien erstmal natürlich sehr menschenähnliche Gegenüber präsentiert bekommen. Und tatsächlich gibt es natürlich Situationen, jetzt technisch getriggert, wo wir uns durchaus wünschen, dass unsere technischen Systeme möglichst menschenähnlich reagieren. Also jetzt im Vergleich zu industriellen Produktionen, wo jetzt so ein Industrieroboter natürlich offensichtlich für uns als Roboter zu erkennen ist und auch wenig Menschliches an sich hat, gibt es natürlich zum Beispiel jetzt Bereiche wie zum Beispiel in der Pflege, wo man durchaus möchte, dass so ein künstliches Gegenüber natürlich auch irgendwie versucht, mit unseren Emotionen klarzukommen, diese auch spiegelt und so weiter und so weiter. Also sprich, da hat man schon Bestrebungen, so menschähnliche Systeme zu generieren. Es bleibt aber dabei, man versucht da irgendwie einen Zustand zu approximieren, technisch getrieben, in allen Finessen und Spielarten, was dann natürlich irgendwann schon den Eindruck erweckt, dass das jetzt irgendwie das Gleiche wäre. Aber das ist es halt technisch einfach nicht, sondern es ist auch nur eine technische Approximation an das, was wir dann irgendwie so als Mensch ähnlich wahrnehmen würden. Und es ist getriggert durch die Situation, hat dort sicherlich auch so seine Berechtigung, aber es sollte uns an der Stelle eigentlich erstmal keine Angst machen, dass daraus dann ein Bewusstsein resultiert, das dann irgendwie eigenständig fängt, jenseits dessen zu agieren, was wir dem System vorgegeben haben. Dann bin ich natürlich schon mal extrem beruhigt, dass wir jetzt im A-Gebäude keine Angst vor einer Invasion aus Richtung Innovationspark haben müssen und die KUKA-Roboter auf einmal bei uns an die Tür klopfen. Ich danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich für diesen spannenden Thementag und auch für die lebendige Diskussion. Ja, merkwürdig. Jetzt war es das irgendwie auch schon wieder mit unseren Themensamstagen. Wir sind, wie gesagt, jetzt noch eine Woche hier in unserem Pop-Up-Store. Das Mittagsprogramm ist auch noch eine Woche für Sie da. Und dann sind wir am anderen Ende des Semesters und des Jubiläums angekommen. Ich möchte an dieser Stelle auch im Namen von Frau Turner-Imler ganz herzlich allen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter den Kulissen danken, die uns unterstützt haben, auch an einem Samstag mit ganz wunderbarem Wetter. Und auch nochmal ein großes Danke an unseren internen Projektpartner von der Annastraße, das Projekt Wissenstransfer Region Augsburg, das uns hier auch maßgeblich unterstützt hat. Und natürlich auch ein großer Dank an Sie, dem Publikum, für die schönen Diskussionen, für die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben und für Ihr Interesse. Und insofern, genau, bleiben Sie gesund, haben Sie einen schönen Sommer und vielleicht dürfen wir sich ja irgendwann nochmal über den Weg. Vielen Dank. Tschüss zusammen. Schönes Wochenende. Stopp, stopp, stopp. Wir haben eine letzte Frage. Die hätten Sie fast vergessen. Ha, da ist gerade noch eine gekommen. Auf Kultur und Politik zu sprechen zu kommen. Wie stehen unterschiedliche Kulturen, Nationen oder Wertegemeinschaften zu der KI? Und sind wir in Deutschland, Europa auf der Höhe der Zeit? Dr. Rosengrün, ich glaube, das ist bei Ihnen. Ich kann es gerne beantworten. Vielleicht, also die Antwort kann ein bisschen länger ausfallen, weil es auch eine sehr komplexe Frage ist. Wenn ich schon das Wochenende verabschieden möchte, eigentlich ist schon alles gesagt, sozusagen. Aber die Frage, ich finde die Frage sehr, sehr spannend.
Tatsächlich sozusagen bestehen da, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche sozusagen Ideen oder Vorstellungen zur künstlichen Intelligenz. Und also sozusagen, vielleicht gibt es sozusagen drei große Player sozusagen international quasi im Bereich, also die USA, China und Europa, wobei es auch noch sozusagen ein paar andere Länder gibt, die eine deutlich größere Rolle spielen, als man es meistens vermutet. Indien zum Beispiel ist ein sehr, sehr interessanter Fall. Auch in Afrika tut sich sehr, sehr viel im Bereich künstliche Intelligenz, das vielleicht sozusagen so vorab. Alle diese Wertegemeinschaften, wenn ich so nennen möchte, also steht auch in der Frage in Anführungszeichen, haben vielleicht ein bisschen einen unterschiedlichen Zugang dazu. Also in China ist künstliche Intelligenz sehr, sehr datenlastig vor allem. Also sozusagen, und dort spielen auch sozusagen so Überlegungen zur persönlichen Freiheit und Privatsphäre nicht so eine große Rolle wie vielleicht im europäischen Diskurs oder wahrscheinlich sogar im Vergleich zum amerikanischen Diskurs. Und es ist natürlich von der Zentralregierung in China sozusagen auch vorgetrieben. Und dort sind auch sozusagen, ich sag mal, ein paar sehr gruselige Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz. Angefangen vom sogenannten Social Credit System, das die chinesische Regierung entwickelt hat, hin zu, was die chinesische Regierung an Menschenrechtsverletzungen mit den Uiguren im westlichen China betreibt und welche Rolle Überwachungstechnik und insbesondere KI-basierte Überwachungstechnik dort spielt, wäre quasi Thema für einen sehr, sehr eigenen Vortrag. Also kann ich Sie nur ermutigen, sich da einfach ein bisschen mal einzulesen, wenn Sie harte Nerven haben. Also sozusagen, in den USA ist es ein sehr, sehr lockerer Umgang. Es ist natürlich ein sehr, sehr das sehr mit einem Verständnis vom amerikanischen Kapitalismus geprägt ist, dass es im Grunde genommen Konzerne sind, die das alles dominieren, also insbesondere quasi die sehr, sehr großen Technikkonzerne, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, wo man ja auch sich bewusst machen muss, also ich weiß nicht, welchen Hintergrund der oder die Fragesteller hat, aber sozusagen, also Google ist mehr als eine Suchmaschine und Facebook ist mehr als ein soziales Netzwerk, sozusagen. Das muss man sich dort erstmal quasi bewusst machen, aber dort sozusagen laufen natürlich sehr viele Daten zusammen, das spielt natürlich eine Rolle in einem kapitalistischen System und diese Konzerne sind sozusagen sehr, sehr, sehr viel weiter und europäische Konzerne könnten da eigentlich überhaupt nicht mehr mithalten, meiner Meinung nach. In Europa sozusagen versucht man das immer und Europa ist aber auch gar nicht so schlecht, wie es meistens dargestellt wird im Bereich KI, also insbesondere in Sachen, die nicht so sehr auf persönlichen Daten basieren, sondern eher in Medizinanwendungen oder auch, wie wir gerade im ersten Vortrag hatten, in Produktionsanwendungen, tut sich in Europa sehr, sehr viel und da tut sich auch sehr viel Interessantes und vielleicht auch Gutes sozusagen im Bereich künstliche Intelligenz und sozusagen, wir sind da, glaube ich, gar nicht so weit hinten dran, auch wenn gerade sozusagen, wir meines Erachtens zu sehr versuchen, den amerikanischen Weg zu gehen und viel zu sehr, also gerade sozusagen diese ganzen Entscheidungsalgorithmen und sonst irgendwas immer mehr auch hier eine Rolle spielen, siehe jüngste Regulierungsvorschläge der Europäischen Union zur künstlichen Intelligenz und so weiter und so fort. All das sind auch wieder Themen, die eigentlich alle auch einen eigenen Vortrag rechtfertigen. Ich habe Sie gewarnt, das ist eine sehr, sehr lange Antwort. Dann danke und jetzt war es das aber definitiv von unserer Seite. Ihnen allen einen schönen Tag. Danke nochmal an Sie beide, Herr Professor Sause, Herr Dr. Rosengrün. Genießen Sie auch das Wochenende und genau, bis irgendwann.